Okay, da fangen wir jetzt einfach an, weil wir sind pünktlich hier und es ist ja schon recht spät. Ich heiße Sie erstmal herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung, die weiter mit dem Neutralitätsgesetz. Ich bin Franziska Prichzi, bin hier Bezirksvorsitzende der Linken Steglitz-Zehlendorf und auch im Abgeordnetenhaus und würde heute die Moderation übernehmen. Und erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie den Weg zu uns heute gefunden haben, um 19.30 Uhr abends mit uns über das schwierige Thema Neutralitätsgesetz zu sprechen. Ich bin da sehr glücklich, dass das geklappt hat und würde Ihnen erstmal das Podium vorstellen. Wir haben Sayran Atash gewinnen können, Frauenrechtlerin und Rechtsanwältin, die heute extra zu uns gekommen ist. Da sind wir sehr glücklich. Dann haben wir hier den Sebastian Schlüsselburg, Mitglied des Abgeordnetenhauses, der Linksfraktion und dort Sprecher für Recht. Rechtspolitischer Sprecher der Linksfraktion. Dann haben wir Alexander Bischkopf vom Humanistischen Verband Berlin und wir haben Berlin-Brandenburg und Michaela Gazi, Lehrerin an einer ISS und in der GEW Berlin aktiv im Lama-Ausschuss. Müssen Sie uns nachher nochmal erklären, was das für ein Lama-Ausschuss genau ist. Genau. Und wir beschäftigen uns heute mit der Frage des Neutralitätsgesetzes, was es ja seit 2005 in Berlin gibt und besagt, dass keine sichtbaren religiösen und weltanschaulichen Symbole in Dienst getragen werden sollen, also bei RichterInnen, PolizistInnen und bei den Lehrkräften. Und es ja schon einige erfolgreiche Klagen gegeben hat, insbesondere von Muslima mit Kopftuch, die gerne im Schuldienst arbeiten wollen und die dort auch Recht bekommen haben. Genau, und wir wollten heute wertschätzend debattieren, wie man das Grundrecht auf Religionsfreiheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Neutralität des Staates miteinander in Einklang bringen kann und ob das überhaupt geht. Und es gibt da ja unterschiedliche Dimensionen. Einerseits die rechtliche Frage, da sind Sie beide Expertinnen für, die juristische Frage, was ist überhaupt die aktuelle Situation, was gibt es an Rechtsprechung und Gutachten bereits, warum muss das geändert werden oder muss es überhaupt geändert werden, das Neutralitätsgesetz. Dann die bildungsinstitutionelle Frage an Schule, wo ja die wichtige Frage im Raum steht, was passiert überhaupt an unseren Schulen, gibt es dort religiöse Konflikte, könnte theoretisch eine Muslima mit Kopftuch eine neutrale Person sein oder nicht? Das ist ja eine wichtige Frage, also die Frage mit dem Schulfrieden. Und dann haben wir noch den Aspekt der Antisemitismus. Das habe ich noch nicht gesagt. Wir haben Juma e.V. und die junge Islamkonferenz eingeladen zu kommen und eben genau aus dieser Perspektive zu berichten. Leider haben sie uns abgesagt, also Juma e.V. hat abgesagt und die junge Islamkonferenz, da hatte sich dann so kurzfristig niemand mehr gefunden. Und das müssen wir auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass diese Perspektive etwas unterrepräsentiert ist hier auf dem Podium. Einfach damit man weiß, es gibt junge Muslime zum Beispiel, die natürlich, wenn die jetzt hier am Tisch sitzen würden, ihre Perspektive auch nochmal einbringen würden. Und diese Perspektive dürfen wir nicht sozusagen ganz außer Acht lassen, nur bei der Debatte. Und wir wünschen uns, dass es natürlich eine faire Debatte ist, wie wir das sonst eigentlich auch machen und solidarisch und wertschätzend miteinander diskutieren. Zum Hintergrund, die Linke Berlin hat noch keinen Beschluss gefasst zur Frage, soll das Neutralitätsgesetz verändert werden oder soll es beibehalten werden? Aber es ist in der Debatte, einen solchen Beschluss zu fassen. Und diese Veranstaltung heute soll ein Beitrag dazu sein, diese unterschiedlichen Perspektiven nochmal zu betrachten und sozusagen als Hinweis oder als, sag ich mal, Praxis, Sie sind ja aus der Praxis und vertreten diese unterschiedlichen Perspektiven als Expertinnen, uns vielleicht auch Fragen zu beantworten, die wir haben, um diese Position zu finden. Genau, und mich würde das sehr freuen, wenn es uns gelänge, auch diese unterschiedlichen Perspektiven also einfach wahrzunehmen und stehen zu lassen. Genau, dann würde ich, wir haben uns überlegt, wir machen zuerst, jeder der Podiumsgäste darf einen kurzen Input machen und danach würden wir gleich mit Ihnen in die Diskussion, mit Ihnen, mit euch in die Diskussion gehen, um Fragen zu beantworten. Weil da hat jeder die Möglichkeit, nochmal die wichtigen Aspekte aus der entsprechenden Sicht darzustellen, ohne unterbrochen zu werden. Das finden wir sehr gut. Genau, und da würden wir mit Sayran Atash beginnen, mit der Frage sozusagen, genau,
Was ist Ihr Zugang? Wie sehen Sie das? Soll das Neutralitätsgesetz verändert werden? Nun, vielen Dank. Vielen Dank erstmal für die einleitenden Worte und für die Einladung überhaupt. Und vielleicht noch zur Ergänzung. Ich bin im Beirat des Humanistischen Verbandes. Das sollten wir vielleicht auch noch der Fairness halber hier auch kundtun, dass wir beide durchaus auch, was Alexander und ich, was den Verband anbelangt, wir auch nochmal einen Zugang haben. Obwohl das im Humanistischen Verband ja auch nicht ganz eindeutig ist, ist, glaube ich, auch bekannt. Wie hier auch steht, und Sie wissen, bin ich ja Anwältin, und das hatten Sie das erwähnt, dass ich die Fälle bearbeite? Also ich verteile, nein, das haben Sie ja nicht gesagt. Frau Scheres, die Schulsenatorin für Bildung hier in Berlin, hat entschieden, dass sie in den Rechtsfällen, die anhängig waren, mich zu bevollmächtigen. Und so habe ich 2017 insgesamt 4 Rechtsfälle übernommen. Es waren 3 Frauen, die geklagt hatten auf Schadensersatz, und eine hat geklagt um Einstellung in eine ganz bestimmte Schule, wo sie einen Tag mit Kopftuch unterrichtet hat. Und wenn Sie gesagt haben, die Musliminnen haben obsiegt, dann ist das falsch. Das war nicht so, dass sie das Neutralitätsgesetz gewonnen haben, sie haben Schadensersatz bekommen. Aber es ist nicht in der Form ein Erfolg gewesen, denn es gab einen Schadensersatz, und das Neutralitätsgesetz wurde nicht dadurch als verfassungswidrig erklärt oder beziehungsweise eben zum Verfassungsgericht gebracht, um überhaupt darüber zu debattieren. Das heißt, wir haben uns auf einer Ebene befunden, wo sich dann die Schulverwaltung entschieden hatte, nicht weiterzugehen. Das heißt, sie hätten im Grunde genommen auch weitergehen können in die Revision, das haben sie nicht gemacht. Das haben sie dann entschieden, als ich die Fälle übernommen habe, war die Entscheidung klar. Das heißt, bei diesen Fällen werden wir, falls wir verlieren, in Revision gehen. Das ist passiert. Auf der Arbeitsgerichtsebene in der ersten Instanz habe ich für Berlin alle 4 Fälle gewonnen. Das heißt, alle Richter und Richterinnen auf der Ebene des Arbeitsgerichts waren der Ansicht, dass das Neutralitätsgesetz, so wie es ist, richtig ist, nicht gegen die Verfassung verstößt und auch nicht gegen Unionsrecht verstößt. Diese Entscheidungen sind da, und bei der Entscheidung, welcher bundesverfassungsgerichtlichen Entscheidung man folgt, nämlich der aus 2003 oder aus 2015, haben in all diesen 4 Fällen die Richter und Richterinnen und die Beisitzer eine klare Aussage gemacht und gesagt, die allererste Entscheidung 2003 ist für sie bindend, und das Neutralitätsgesetz ist aufgrund dessen ja auch erlassen worden. Deshalb gibt es überhaupt gar keinen Grund, an dem Neutralitätsgesetz irgendetwas zu ändern. Insofern ist das ein wichtiger Aspekt, dass Sie das wissen, dass ich ja das Neutralitätsgesetz verteidige als Anwältin. Und damit erübrigt sich oder beantwortet sich auch Ihre Frage, wie ich zu dem Neutralitätsgesetz stehe. Ich bin dafür, dass das Neutralitätsgesetz bleibt, und verteidige es gerade als Anwältin. In diesen 4 Fällen wurden 2 Fälle zum Landesarbeitsgericht gebracht. Ein Fall ist jetzt, wir haben einen Fall vor dem Landesarbeitsgericht dann verloren, weil die Richterin dort sagte, nein, sie findet die Entscheidung von 2015 besser vom Bundesverfassungsgericht und sie folgt dieser Entscheidung. Und jetzt sind wir mit diesem Verfahren vor dem Bundesarbeitsgericht. Wir haben Revision eingelegt als Land Berlin. Für das Land Berlin habe ich das mit einem Anwalt aus Bonn gemeinsam gemacht. Das bearbeite ich jetzt zusammen mit einem Büro aus Bonn. Und da warten wir auf einen Termin. So ist der Stand der Rechtsfälle. Ein Verfahren ruht auf der Ebene des Landesarbeitsgerichts, weil die Richterin konnte die Gegenseite davon überzeugen, erstmal dieses eine Verfahren abzuwarten. Insofern, warum erkläre ich Ihnen das so umständlich? Weil es in der Öffentlichkeit nicht so richtig wiedergegeben wird. Es ist falsch, es wird auch immer wieder falsch wiedergegeben, dass das Bundesverfassungsgericht das Berliner Neutralitätsgesetz für verfassungswidrig erklärt habe. Das ist schlichtweg eine falsche Aussage. Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit dem Gesetz aus NRW beschäftigt, was nicht vergleichbar ist mit unserem Neutralitätsgesetz, weil NRW hatte eine Regelung, dass christliche Symbole privilegiert wurden. Das haben wir nicht. Das ist die
Weltanschauung. Das heißt, wir haben eine absolute Gleichstellung aller Religionen und Weltanschauungen. Deshalb ist es nicht vergleichbar mit dem Gesetz aus NRW. Und nochmal weiter zur Rechtslage. Das Bundesverfassungsgericht mit seinem ersten Senat und der 2015er-Entscheidung hat nicht dazu beigetragen, dass die 2-3er-Entscheidung nicht mehr gilt. Wir haben aktuell in Deutschland eine Rechtslage, die es bisher nie gegeben hat. Nämlich, dass ein anderer Senat als der bisherige eine andere Entscheidung getroffen hat und diese Entscheidung ohne Anrufung des Plenums getroffen hat, obwohl es dazu verpflichtet gewesen wäre, obwohl es vorhatte, eine gegensätzliche Entscheidung zu treffen. Ich will Ihnen das ganz einfach darstellen. 2003 hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, jedes Bundesland in Deutschland darf religiöse und weltanschauliche Symbole verbieten, wenn es ein Gesetz dafür schafft. So ist die Aussage. Abstrakte Gefährdung reicht aus. 2015 hat der erste Senat diese Entscheidung, das sind inzwischen 12 Jahre vergangen, gesellschaftspolitisch viel passiert, in der Gesellschaft ist viel passiert, und der Senat, der sich da zusammensetzt, ist politisch auch ein anderer Senat. Und dieser Senat hat gesagt, das finden wir nicht in Ordnung, was 2003 die Richter und Richterinnen beschlossen haben. Wir finden, dass gerade im Hinblick auf die islamische Kleidungsvorschrift und das Kopftuch vornehmen müssen und haben tatsächlich aus politisch-gesellschaftlichen, politischen Überlegungen heraus dann entschieden, wir ändern da jetzt etwas. Und das haben sie getan. Und sie haben aber eine Änderung vorgenommen, die rein juristisch betrachtet etwas ist, was dem Gesetzgeber zusteht. Es gibt eine sogenannte Divergenzlage und es hätte eine Vorlage. Das ist nicht passiert. Und in der Rechtsgeschichte Deutschlands hatten wir noch nie so eine Situation. Und das wird leider medial, in der Öffentlichkeit, in der Debatte nicht so gründlich kommuniziert, sondern es wird immer nur behauptet, dass Kopftuchurteil 2015 gilt und jeder muss sich daran halten. Nein, das gilt so nicht. Das so aus der juristischen Sicht und dann das Thema inhaltlich. Ich bin die Gründerin einer liberalen Moschee hier in Berlin. In unserer Moschee tragen Frauen Kopftuch oder nicht, das ist ihre freie Entscheidung, das machen sie. Aus der Türkei kommend bin ich dafür und der Überzeugung in dieser säkularisierten Stadt auch, dass wir mit dem Neutralitätsgesetz eines der besten Gesetze geschaffen haben bundesweit. Und dieses Gesetz sollte bitte aufrecht bleiben, denn die Konflikte, die es an den Schulen gibt, die sprechen für sich. Diese Konflikte sind da, die kann man nicht leugnen, auch wenn es noch keine Studien darüber gibt. Sie sind da. Und so hat auch eine der Richterinnen das gesagt, in der richterlichen Unabhängigkeit, ich schlage eine Zeitung auf und lese davon und das reicht mir, da brauche ich kein Sachverständigengutachten. Und deshalb ist die Entscheidung 2003 vom Bundesverfassungsgericht gut. Und so steht das Gesetz auf unserer Seite. Ganz zum Schluss, jetzt abschließend, ich bin Muslimin, nicht Muslima. Die sprachliche Bezeichnung, Sie wissen als politische Menschen, dass die Sprache und Wording sehr wichtig ist. Die Endung A benutzen die Orthodoxen, die in meinen Augen nicht integrationswilligen, sprachlich nicht integrationswilligen Muslime, denn A ist die arabische Endung für feminin. Und die deutsche Sprache sieht vor, dass weibliche Gläubige in den jeweiligen Religionen Christinnen, Jüdinnen oder Musliminnen heißen. Das heißt, ich integriere mich gerne auch in die Sprache. Deshalb bezeichnen wir uns als Musliminnen. Dazu gibt es auch Literaturartikel, die andere Leute geschrieben haben. Können Sie nachlesen, diese Diskussion Muslima, Muslimin gibt es auch. Nicht nur, dass uns das Kopf tut. Bitte schön. Ja, dann würde ich, weil wir jetzt gerade beim Recht sind und bevor wir vielleicht zur Schulpraxis kommen, Sebastian Schlüsselburg das Wort geben mit der Frage, es gab ja dieses Urteil 2015 und da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Bedeutung des Urteils und vielleicht könntest du uns da vielleicht nochmal deine Sicht der Dinge darstellen. Das wäre nett. Ja, nicht nur meine Sicht, ich versuche einfach nur darzustellen, wie sozusagen die Rechtslage ist. Frau Artisch hat gerade ihre Sicht dargestellt und ich will
Franziska hat ja darauf hingewiesen, dass die Linke Berlin in der Sache noch keine Positionierung vorgenommen hat. Deswegen will ich mich hier auch gar nicht sozusagen so sehr darauf beschränken, auf diese Entscheidung, die wir noch zu fällen haben, Einfluss zu nehmen, sondern tatsächlich jetzt erstmal mich auf den rechtlichen Bereich beschränken. Zunächst zum 2003er-Urteil, dem sogenannten Kopftuch-1-Urteil. Das war ein Urteil des Zweiten Senats vom 24. September 2003. Der Zweite Senat ist nach der Geschäftsverteilung des Bundesverfassungsgerichts quasi der Senat, der sich um Staatsorganisationsrecht kümmert und um Geschäftsvorgänge, die nicht schwerpunktmäßig Grundrechte tangieren, also sozusagen, wo die Grundrechte nicht primär der Anfasser sind. Und der erste Senat, das ist die Geschäftsaufteilung, ist der sogenannte Grundrechte-Senat, in dem die Verfassungsbeschwerden überwiegend landen. Das will ich eingangs deswegen sagen, damit Sie auch ein Verständnis dafür haben, warum die erste Entscheidung in dem einen Senat gelandet ist und die 2015er Entscheidung in dem anderen Senat. Kann man auch nachlesen, das steht im Bundesverfassungsgerichtsgesetz drin, ist transparent geregelt. Das 2003er Urteil war in Baden-Württemberg der Vorgang von Frau Ludin. Der Sachverhalt damals war der, dass sie, ohne dass es eine gesetzliche Rechtsgrundlage gab, eine landesgesetzliche Rechtsgrundlage, weil die Schulwesen ist sozusagen dem Landesgesetzgeber verantwortet nach der Verteilung des Grundgesetzes. Und das Urteil, also dieses Urteil hat exakt zwei Dinge tenoriert und damit entschieden. Warum sage ich das so? Das ist so ein etwas gestelzter Begriff. Sie müssen wissen, dass es gibt ein Urteil, das hat einen Tenor und dann gibt es die Gründe zu dem Urteil. Der Tenor ist das, was beschlossen wird und der Tenor ist auch das, was nach § 32 Bundesverfassungsgerichtsgesetz alle staatliche Gewalt bindet und Gesetzeskraft hat und deswegen auch zu beachten ist. Und ich lese einfach nur, das sind zwei kurze Sätze vor, was 2003 beschlossen wurde. Erstens, ein Verbot für Lehrkräfte in Schule und Unterricht, ein Kopftuch zu tragen, findet im geltenden Recht des Landes Baden-Württemberg keine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage. Und zweitens, der mit zunehmender religiöser Pluralität verbundene gesellschaftliche Wandel kann für den Gesetzgeber Anlass zu einer Neubestimmung des zulässigen Ausmaßes religiöser Bezüge in der Schule sein. Mehr wurde damals nicht beschlossen. Und wenn in der Diskussion, die wir haben, die, und ich kann das nachvollziehen, aus den verschiedenen Perspektiven heraus teilweise auch sehr emotional, sehr leidenschaftlich geführt wird, Franziska hat es angesprochen, es geht um Antidiskriminierungsrecht, es geht um Frauenrecht, es geht um die Frage von Religionsfreiheit, es geht um die Frage von staatlicher Neutralität, es geht auch um die Frage Verhältnis von Staat und Islam. Für meinen Geschmack manchmal sogar fast ein bisschen zu viel. Das hängt damit zusammen, dass das Kopftuch der Streitgegenstand ist, aber nicht so viele Stränge in der Diskussion versuchen, das grundsätzlich Schule und Gesellschaft, Religion und Gesellschaft zu diskutieren, wie der humanistische Verband das, wie ich finde. Manche Leute fängen das bewusst, um auch sozusagen Stimmung anzudocken. Aber das ist nur eine Randbemerkung. Das wurde damals entschieden. Und in den Gründen hat der damalige Senat, er hat sich nicht festgelegt. Und auch da will ich Ihnen nur kurz zwei Auszüge aus der damaligen Gesetzesbegründung vorlesen, die das sehr gut deutlich machen, dass sie beide Perspektiven in den Entscheidungsgründen erwogen haben. Das hat aber nicht dazu geführt, dass der Tenor, so wie ich ihn gerade vorgelesen habe, anders gelautet hat. In den Gründen heißt es beispielsweise, Zitat, es ließen sich deshalb Gründe dafür anführen, die zunehmende religiöse Vielfalt in der Schule aufzunehmen und als Mittel für die Einübung von gegenseitiger Toleranz zu nutzen, um so einen Beitrag in dem Bemühen um Integration zu leisten. Das ist jetzt quasi, ich habe die vorangegangene Passage weggelassen, weil es dann zu lang würde, das war die Erwägung, sich sozusagen in der Schule gegen ein Kopftuchverbot oder religiöses Begründungsverbot auszusprechen und das quasi pädagogisch zu lösen in einem kommunikativen Ort Schule mit allen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Und dann haben sie aber auch gleich im nächsten Satz gesagt, andererseits ist die beschriebene Entwicklung auch mit einem größeren Potenzial möglicher Konflikte in der Schule verbunden. Es mag deshalb auch Gründe dafür geben, der staatlichen Neutralitätspflicht im schulischen Bereich eine striktere und mehr als bisher distanzierende Bedeutung
beizumessen und demgemäß auch durch das äußere Erscheinungsbild einer Lehrkraft vermittelte religiöse Bezüge von den Schülern grundsätzlich fernzuhalten, um Konflikte mit Schülern, Eltern oder anderen Lehrkräften von vornherein zu vermeiden. Also sowohl in den Gründen wird deutlich, dass die damals die Entscheidung, wenn man so will, dass sie sich darum gedrückt haben, und in dem Tenor ist auch deutlich geworden, die haben zwei Dinge. Erstens, es gibt keine landesgesetzliche Grundlage, und weil diese landesgesetzliche Grundlage fehlt, war das damals eine Verletzung des Grundrechts von Frau Ludi. Deswegen wurde der Klage, der Verfassungsbeschwerde stattgegeben, und sie haben gesagt, der Landesgesetzgeber kann, wenn er will, per Landesgesetz die Frage klären, Verhältnis von Staat und Kirche, Neutralität von Schule und so weiter. Das war 2003. Mehr ist da nicht entschieden worden, und wenn jemand etwas anderes behauptet, dann stimmt es nicht. Das zweite ist dann 2015. 2015, die Entscheidung ist vom ersten Senat, achso, und übrigens die erste Entscheidung ist 5-3 ergangen. Also 5 Richterinnen und Richter dafür, 3 dagegen. Ich sage gleich, warum ich das eingangs erwähnt habe. Also es war keine unumstrittene Entscheidung, aber eine mit einer immer noch deutlichen Mehrheit. Also es war keine knappe Angelegenheit. Der erste Senat hat dann 2015, nachdem verschiedene Bundesländer dann gesetzliche Regelungen gemacht haben, auch Berlin, sage ich gleich noch was dazu, hat dann erneut urteilen müssen. Und dann anhand einer konkreten gesetzlichen Grundlage. Und das war dann tatsächlich eine Verfassungsbeschwerde, bei der direkt Artikel 4, also die Glaubensfreiheit, gerügt wurde. Und deswegen war das auch völlig klar, dass im ersten Senat landet, nämlich in dem Senat, der für die Grundrechte vordergründig zuständig ist, und wo auch der Berichterstatter für das Grundrecht auf Artikel 4 drin gesessen hat, nämlich der ehemalige Verfassungsrichter Schluckebier. Das erwähne ich jetzt, der auf Ticket der CDU sozusagen dort reingekommen ist. Das erwähne ich deswegen, weil er bei der Entscheidung, die Entscheidung ist 6-2 ergangen, also nochmal deutlicher als 2003 in dem anderen Senat. Und er selber, Herr Schluckebier, der Berichterstatter für dieses Grundrecht war zu dem Zeitpunkt, ist unterlegen. Das ist etwas ungewöhnlich. Normalerweise ist es schon so, dass der Berichterstatter in dem jeweiligen Senat, der für ein Grundrecht zuständig ist, wie man so schön sagt, Opinion Leader ist. Und ich erwähne das nur deswegen, weil das nicht so gut kommt. Aber das nur zu dem. Und ich würde sagen, kann Frau Bär auch noch erwähnen, aber ich habe nur darauf hingewiesen, wer der Berichterstatter war bei der Entscheidung. So, in dieser Entscheidung wurden vor allen Dingen für uns in Berlin 2 relevante Dinge entschieden, in dem Tenor. In dem Tenor wurde als erstes festgestellt, das hat Frau Artisch völlig richtig festgestellt, dass der § 57 Absatz 4 Satz 3 des nordrhein-westfälischen Gesetzes mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig ist. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was das war die Formulierung, wo es einen Privilegierungstatbestand für christlich-abendländische Darstellung gab. Das war ein Satz, und der war so offensichtlich verfassungswidrig, der gesagt hat, die Wahrnehmung des Erziehungsauftrages nach Artikel 7 und 12 Absatz 6 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen und die entsprechende Darstellung christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte oder Tradition widerspricht nicht dem Verhaltensgebot nach Satz 1. Das ist sozusagen das Verbot der religiösen Bekundung. Das war die Entscheidung, wo gesagt wurde, unvereinbar mit dem Grundgesetz und nichtig. Die wurde sofort kassiert. So. Und jetzt kommt der Teil, der für uns in Berlin relevant ist. Der § 57 Absatz 4 Satz 1 und 2, das ist sozusagen das, was auch vergleichbar ist mit der Regelung, die wir in Berlin haben, nur geringfügig anders formuliert. Das wurde zwar mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt, aber nur nach Maßgabe einer verfassungskonformen Auslegung. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der in der Debatte eine Rolle spielt. Die haben in der Entscheidung gesagt, okay, ihr habt eine gesetzliche Grundlage geschaffen für ein abstrakt generelles Verbot von religiösen Bekundungen. Das könnt ihr dem Grunde nach machen, aber nur, wenn ihr Folgendes berücksichtigt. Erstens, reicht eine abstrakte Gefahr für den Schulfrieden nicht aus. Es muss eine konkrete Gefahr geben. Und
auch wenn diese konkrete Gefahr da ist, also Sie haben das auch ausformuliert, Sie haben gesagt, die konkrete Gefahr besteht dann, wenn ein Unterrichtsbetrieb an der gesamten Schule nicht mehr möglich ist. So viel, um es mal umgangssprachlich auszudrücken, muss in der Schule herrschen, damit Karlsruhe nach der 2015er Entscheidung sagen würde, das ist eine konkrete Gefahr. Und Sie haben ferner gesagt, auch dann könnt ihr nicht einfach zu dem Instrument religiöses Bekundungsverbot greifen, sondern ihr müsst vorher alle pädagogisch zur Verfügung stehenden Maßnahmen ausgeschöpft haben, um sozusagen auf einem pädagogischen, diskursiven Weg wieder zu ermöglichen, dass sozusagen Schulfrieden herrscht. Wenn das auch nicht gelungen ist und es tatsächlich zu diesem Verbot kommt, dann darf es nur zeitlich begrenzt sein und auch örtlich begrenzt sein, also dann an der jeweiligen Schule, an der es dann gerade das Problem gibt. Das ist ausgeurteilt worden und das ist sozusagen von der Technik, die angewandt wurde, auch, da können wir dann in der Diskussion was zu sagen, weil ich jetzt schon zu lange spreche, können wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist grundrechtsdogmatisch sauber gemacht worden, weil Artikel 4 Grundgesetz ein vorbehaltlos geschütztes Grundrecht ist, also ein Grundrecht, in das man nur durch andere Verfassungsgüter oder andere Grundrechte sozusagen eingreifen darf. Und auch dann gibt es eine Grenze, es darf niemals der vollständig verdrängt werden und sozusagen der Kernbereich des Grundrechts auch nur phasenweise sozusagen an den Rand geschoben werden. Das können wir dann in der Diskussion nochmal miteinander ausmachen, was das konkret bedeutet. Also insofern, und dieses Urteil ist nach § 32 Bundesverfassungsgerichtsgesetz bindend, und zwar für sämtliche staatliche Gewalt, egal in welchem Bundesland. Und insofern haben wir so eine Rechtslage, die eigentlich gilt. Ich bin trotzdem, um persönlich zu werden, sehr, sehr entspannt, und ich finde es auch gut, dass die Revision zugelassen wurde, dass wir jetzt die Revisionssituation haben vor dem Bundesarbeitsgericht, dass die Senatsbildungsverwaltung das entsprechend eingelegt hat, weil wir so tatsächlich die Gelegenheit bekommen, durch das Bundesarbeitsgericht dann endgültig Klarheit zu haben. Meine Vermutung ist nämlich, dass solange wir das für den Berliner Fall, auch wenn ich persönlich finde, es ist ausgeurteilt und andere Leute das auch sagen, ich glaube, es ist trotzdem gut für uns in Berlin, wenn wir auch für unseren konkreten Fall die Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht haben, eventuell dann nochmal von Karlsruhe hinterher, falls Verfassungsbeschwerde eingelegt werden sollte und der Rechtsweg ausgeschöpft ist. Und das wird uns allen, glaube ich, helfen und zu einer Versachlichung hoffentlich beitragen. Dankeschön, Sebastian. Also wir haben jetzt die Situation, dass es zwei unterschiedliche Auffassungen bezüglich dieses Urteils von 2015 gibt. Und können ja in der Diskussion nachher Frau Artisch auch nochmal zu Wort kommen lassen, weil es gibt ja ein neues Gutachten von Wolfgang Bock, was Sie mit vorgestellt hatten mit der Senatorin. Und wir würden dann auch nochmal gern wissen, wahrscheinlich, was das Bundesarbeitsgericht dann möglicherweise zu entscheiden hat in diesem Revisionsverfahren. Okay, aber wir würden jetzt erstmal zu den beiden anderen Podiumsgästen noch kommen. Und zwar zu Alexander Büschkopf vom Humanistischen Verband. Und wir haben ja schon gehört, dass Sairin Artisch auch dort sozusagen mitorganisiert ist oder im Beirat ist. Aber uns würde natürlich interessieren, wie sieht denn der Humanistische Verband insgesamt die Situation an der Schule und genau, welche Position vertritt der Verband? Und danach zu Frau Gazi kommt, die aus der Schulpraxis auch. Auch von mir erstmal noch ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Die Position des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg, denn es ist in Brandenburg sehr wichtig, das haben die mir eingebügelt. Darzustellen, dazu ein, zwar kurze Worte zum HVD. Wir sind inzwischen als körperschaftsöffentlich-rechtsverfasste Weltanschauungsgemeinschaft, die eine Vielzahl verschiedenster sozialer und Bildungseinrichtungen in Berlin und Brandenburg betreibt und unter anderem den Lebenskundenunterricht in Berlin und Brandenburg, der dem Religionsunterricht gleichgestellt ist. Der HVD steht in der Tradition der Aufklärung und setzt sich auf Grundlage der Menschenrechte für Pluralität, die offene Gesellschaft, das demokratische partizipative Zusammenleben der vielen verschiedenen Menschen in diesem Land ein. Wenn man das jetzt auf einen Satz, unser ethisches Grundprinzip reduzieren muss, der Zeit halber würde ich sagen, Selbstbestimmung und sozialer Verantwortung, einen Satz, um darzustellen. Kommen wir jetzt zur Begründung. Das Zusammenleben in einer offenen Gesellschaft bedeutet einen stetigen Aushandlungsprozess
bei dem sich übrigens alle beteiligten Seiten bewegen müssen. Also Integration ist nicht, was eine Gruppe ganz allein leisten muss, das müssen alle gemeinsam leisten. Nur ist diese konkrete Ausgestaltung des Zusammenlebens in der offenen Gesellschaft, kann auch konfliktreich ausfallen. Und wir sind der Ansicht, dass diese Konflikte nicht in den Staat oder in den Staatswesen, in die staatliche Praxis hineingetragen werden dürfen und sollten. Für diesen Prozess ist dann wiederum ein verlässlicher und von allen akzeptierter Rahmen notwendig. Man braucht eine neutrale Instanz, die diesen Aushandlungsprozess in der Gesellschaft moderiert, leitet und entscheidet. Wenn man so will, braucht man einen Schiedsrichter, und das ist der neutrale Staat. Doch um allgemein akzeptiert zu werden, und der Staat versucht, die vielen verschiedenen gleich zu behandeln. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass das eine Absicht ist und auch nicht in allen Bereichen realisiert ist, dass sich der Staat nicht den Verdacht aussetzt, eine Gruppe zu bevorzugen oder eine andere zu benachteiligen, irgendeine Seite zu beziehen. Beim Kontakt mit dem Staat, mit Behörden, besonders wenn Zwangsmaßnahmen, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, sobald Zwangsmaßnahmen angewendet werden, soll sich niemand fragen müssen, welche aufgrund meiner politischen Haltung, meiner sexuellen Orientierung oder meiner Religion oder Weltanschauung bevorzugt oder benachteiligt. Und das ist quasi die Grundlage des demokratischen Zusammenlebens. Das ist sozusagen, ich habe es gesagt, in der Tradition der Aufklärung, das ist eine Erkenntnis aus der Aufklärung, die sich auch aus den Erfahrungen, jetzt bin ich Historiker, das mag ein bisschen zu weit jetzt zurückgreifen für einige, aber das sind Erfahrungen aus den religiösen Konflikten, die wir auch in diesem Land hatten. Angefangen bei den Religionskriegen bis hin zum Kulturkampf, auch in den 1880er Jahren, versucht hat, einzelne religiöse Gruppen den Staat zu dominieren und andere Gruppen auszuschließen oder zu marginalisieren. Und der neutrale Staat ist in unseren Augen eine Kulturleistung, die vor allen Dingen von der politischen Linken erkämpft worden ist und die es zu verteidigen gilt. Wann tritt mir der Staat nun konkret entgegen? Das ist einerseits in Gesetzen. Hier kann man sagen, dass zumindest aus konfessionsfreier Sicht da noch einiges im Argen liegt. Also wir haben immer noch einen Blasphemieparagrafen, oder in Bayern gibt es in dem Schulgesetz immer noch als oberstes Erziehungsziel die Ehrfurcht vor Gott, was einem neutralen Staat unserer Ansicht nicht gut zusteht. Staatliche Kulturpflege ist ja einseitig, Trauer und Gedenkfeiern sind immer christliche Gott. In Gebäuden, wir haben Bayern das Kreuz im Erlass, der Bund für Geistesfreiheit, kleine Anekdote am Rande, hat festgestellt, dass der Erlass von Herrn Söder so, verkürzt formuliert ist, dass man auch ein St. Andreaskreuz in der Behörde aufhängen könnte. Wir müssen mal gucken, ob sich das jemand getraut hat. Aber auch in Person. Also in dem Augenblick, wo eine staatliche Repräsentantin, ein staatlicher Repräsentant staatliche Gewalt und Zwang ausüben, begegnet mir der Staat. Das sind bei Gerichten, Polizei, aber auch bei Lehrkräften in öffentlichen Schulen. Denn es gibt einen Schulzwang und es gibt Noten, die meinen weiteren Lebensweg doch deutlich beeinflussen können. Deswegen sollten alle der hier genannten, vom Gesetz über die Trauerfeier bis hin zu den Personen, sich so weit wie möglich politischen wie religiösen Inhalten und Symbolen enthalten. Bei politischen Positionen ist es eigentlich auch klar und unwidersprochen. Ganz fraglos, selbstverständlich kann eine Lehrkraft, auch wenn sie politische Weltkunde unterrichtet, ein Parteibuch haben und sich aktiv für Parteipolitik einsetzen. Warum auch nicht? Aber trotzdem erwarten wir, dass die Lehrkraft kein CDU-T-Shirt während des Unterrichts trägt. Das ist eigentlich Konsens. Und wir erwarten, dass die Parteipolitik im Inhalt und in Symbolen aus der Klasse herausgehalten wird. Jetzt kommt die Frage, die wir uns stellen, warum sollte das bei einer religiösen Haltung anders sein? Zumal das im öffentlichen Dienst, besonders bei Beamten, entsprechende Einschränkungen von Grundsätzen durch Grundrechten durchaus üblich sind. Wir brauchen das Staatsstreikrecht, bei Internet die Meinungsfreiheit oder das Weisungsrecht zu nennen. Wenn wir jetzt schon bei den Grundrechten sind, im Grundrecht der Religionsfreiheit, muss man sagen, betrifft es auch die Schülerinnen und Schüler. Und da muss man dann abwägen bei der Grundrechtswahrung zwischen der Lehrkraft und den Schülerinnen und Schülern. Und es gibt bei der Abwägung, muss man beachten, ein positives Religionsfreiheit, also das Recht zur Religion, zur Religionsausübung. Und es gibt eine, ich mag das Wort nicht, die negative Religionsfreiheit, nämlich das Recht, sozusagen frei von Religion zu leben. Damit ist natürlich nicht der öffentliche, normale, private Raum gemeint, der kann jeder sozusagen sich frei entfalten, sondern es geht um den vom Staat kontrollierten Lebensbereich. Und da hat man durchaus das Recht, sozusagen von sozusagen religiösen Symbolen verschont zu bleiben. Ebenso ist abzuwägen, welche Intention hat der Träger, die Trägerin, und wie wird von Schülern und Schülerinnen, von Eltern im Kollegium religiöse Symbole gelesen und interpretiert. Ein Kopftuch kann nun mal
von Schülern und von Eltern zum Symbol von Markierung und Unterwerfung gelesen werden. Schlussendlich kann man sagen, von Menschen im öffentlichen Dienst kann erwartet werden, dass sie sich im Interesse der offenen Gesellschaft, im Interesse eines gedeihlichen Miteinanders, eines friedlichen Zusammenlebens während ihrer Dienstzeit da in diesen Bereichen zurücknehmen. Der Verzicht auf politische und religiöse Symbole ist ein Zeichen, das Genannte, diese Voraussetzung der Respublika zu akzeptieren und zu respektieren. Das Problem ist halt immer, wenn individuelle politische und religiöse Maßstäbe über die Interessen der Gesellschaft gestellt werden. Und man kann auch, wer dazu nicht bereit ist, grundsätzlich die Frage stellen, ob die Überparteilichkeit auch wirklich gegeben ist. Doch man kann auch sagen, selbst wenn das nicht akzeptiert wird, bietet das deutsche Recht immer noch Alternativen. Das Subsidiaritätsprinzip sieht ja ausdrücklich vor, dass muslimische Schulen gegründet werden können, wo dann die Regelungen für den öffentlichen Dienst nicht gelten. In dem Sinne. Was übrigens, da komme ich gleich drauf, beim Lebensunterricht und Religionsunterricht auch in der Regel nicht gilt. Um schlussendlich zu sagen, der neutrale Staat, sowohl in Gesetzen, Gebäuden, in der Kulturpflege, bei den Repräsentanten, ist die Voraussetzung für eine gelingende, offene Gesellschaft, für eine multikulturelle Gesellschaft. Und daher unterstützt der HVD den Erhalt des Berliner Neutralitätsgesetzes. Und das war eine Abstimmung auf unserer Mitgliederversammlung, die 80-20% ungefähr ausgefallen ist. Also ein deutliches Votum der Mitglieder zum Erhalt des Neutralitätsgesetzes. In Berlin und Brandenburg, also in Berlin hat man, um jetzt auf den Schulunterricht zu kommen, das Berliner Modell. Und da ist der Religions- und der Weltanschauungsunterricht kein staatlicher Unterricht. Insofern gilt für uns diese Regel der öffentlichen Dienste. Also muslimische Lehren tragen, soweit ich weiß, die meisten im islamischen Religionsunterricht Kopftuch. Bei der Praxiserfahrung tue ich mich schwer, jetzt meine persönlichen Erfahrungen zu hoch zu hängen, weil ich habe natürlich ein sehr begrenztes empirisches Datenlage. Also ich bin ein Mensch, ich habe meine Klassen. Ich war 4 Jahre Lehrer, Lebenskundelehrer. Und außerdem beurteile ich das natürlich auch immer durch meine Wahrnehmung und meine Brille. Also das muss man natürlich auch immer noch berücksichtigen, wenn ich das jetzt beurteile. Und man muss dazu sagen, der Religions- und Weltanschauungsunterricht in Berlin ist freiwillig. Das gilt sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrkräfte. Also wir müssen nicht sozusagen radikal religiöse die nicht eingestellt werden und sagen, die dann versuchen, den Unterricht zu dominieren, müssten wir nicht dulden. Also wir könnten die Schüler dann theoretisch ausschließen, was natürlich im öffentlichen Schulsystem nicht möglich ist. Insofern hinkt der Vergleich aus meiner persönlichen Erfahrung, dass es an einzelnen Schulen oder andersrum, an einzelnen Schulen ist es vorgekommen, dass einzelne Schüler versucht haben, den Diskurs im Unterricht einseitig zu bestimmen. Dankeschön, Herr Buschkopf. Dann würde ich das Wort an Frau Gazi geben und uns interessiert natürlich die Schulpraxis und natürlich auch, dass Sie aktiv sind bei der GEW, wo es ja auch unterschiedliche Positionen gibt. Genau, dass Sie uns einfach mal berichten, wie das aus Ihrer Sicht ist. Also die Frage ist ja, könnte eine Muslimin mit Kopftuch genau neutral unterrichten oder nicht? Was ist Ihre Erfahrung aus der Praxis an der Schule? Bevor ich anfange auf Ihre Frage, warum soll sie das dann nicht können? Das Haus schreibt man immer mit H und der Artikel ist D, das und einmal eins ist eins, mit Kopftuch oder ohne Kopftuch, aber ich werde da gleich ein bisschen genauer drauf eingehen. Also Sie sehen, langer Name, schwerer Titel, das ist so schwer, dass mein Namensschild es kaum aushält. Also der Landesausschuss für Antidiskriminierung, Diversity und Migration, brauchen Sie sich nicht merken. Die GEW hat keine einheitliche Position. Wir haben auf einer Landesdelegiertenversammlung einen Tag lang sehr intensiv, in einer sehr produktiven Atmosphäre, würde ich sagen, der Kollege war dabei, darüber diskutiert und haben festgestellt, dass wir uns nicht einigen können, ohne dass wir eine Abstimmung gemacht haben, würde ich jetzt mal sagen, 50-50. Also, ja. Und es ist ja auch nicht dringend notwendig, weil ich bin voller Vertrauen, dass es in absehbarer Zeit ein Gerichtsurteil geben wird, was die Sachlage eindeutig klärt.
Ich werde gleich was zur Schule sagen. Lassen Sie mich vorher einen kleinen Exkurs starten. Wenn wir über das Neutralitätsgesetz sprechen, trifft es natürlich auf alle Religionen zu. Wir sind uns aber, denke ich, einig, dass wir es hier schon zugespitzt mit der Kopftuchfrage zu tun haben. Den Turban tragenden Zik oder auch die jüdische Kippa würde nicht ansatzweise diese Diskussionen auslösen, wie es das Kopftuch tut. Das liegt ein bisschen an der Islamphobie, wenn ich es mal überspitzt. Es liegt auch da, und damit ist es ganz eindeutig ein Frauending. Ich bitte Sie, das im Hinterkopf zu haben. Ja, diese Kopftuchfrage und alles, was damit zusammenhängt, ist ein Frauenspezifikum. Es gibt durchaus, wer sich mit dem Islam auskennt, bei den Männern eine bestimmte Art des Bartwuchses, die sehr deutlich zeigt, in welche Richtung man sympathisiert. Ich glaube nicht, dass jemand auf die Idee kommt, ab morgen zu sagen, die Kollegen mögen sich doch bitte die Bärte abrasieren. Man sei sich nicht so ganz sicher, wie neutral sie sind. Dieses Kopftuch, ganz klar, ohne Religion würde es dieses Kopftuch nicht geben, völlig klar. Aber ganz so einfach ist es nicht. Mit diesem Kopftuch ist zum einen die Religion, aber da hängt auch ganz viel Tradition dran. Und wir wissen vielleicht alle aus Erfahrung, wie schwierig es ist, sich von Traditionen zu trennen. Vielleicht will man es ja auch gar nicht, aber da hängen einige Probleme dran. Und dieses Kopftuch ist eine Form der Lebensüberzeugung. Die muss ich nicht verstehen. Wie kann ich von ihrer Intention her ablehnen? Aber es gibt Menschen, die haben für bestimmte Dinge, die ihr Leben bestimmen, von dem wollen sie nicht Abstand nehmen. Ich versuche das mal ein bisschen runterzubrechen, ich will das jetzt auch nicht verharmlosen. Wenn Sie jemanden haben, der die vegane Lebensweise bevorzugt, dann sieht man das nur nicht unbedingt gleich, wie beim Kopftuch der Fall ist. Aber Sie würden nicht auf die Idee kommen, zu sagen, er möge doch mal von seinem Leberwurstbrot abbeißen, um den Kindern eine ausgewogene Ernährung nahezubringen. Also man muss da mal so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit wahren und gucken, wo fängt Neutralität an und wo hört sie auf. So, jetzt komme ich zur Schule, weil das wollen Sie ja eigentlich. Natürlich sollte Schule neutral sein. Wenn es nach mir ginge, fände ich, dass Religionsunterricht, egal welcher Couleur, an Schule auch nicht zu suchen hat. Schule ist aber nicht neutral. Schon als Ort ist sie nicht neutral. Unsere Ferien richten sich an den christlichen Feiertagen aus. Das Paragraph 1 im Schulgesetz sagt, das Christentum ist die Grundlage für die Herausbildung der Persönlichkeit. Sie werden an den Schulen die entsprechenden Weihnachts-Osterfeste finden. Mit ein bisschen Glück steht an der einen oder anderen Stelle auch noch der Chanukka-Leuchter. Bei Ramadan wird es schon ganz schwierig. Wir kennen, dass Weihnachten und Ostern zwei Feiertage haben, dass es also zwei Feiertage sind. Bei Ramadan wird offiziell einer vorgegeben. Und ich kenne durchaus Kollegen, die auch dann schon anfangen zu hyperventilieren, wenn die Schüler dann wagen, diesen einen Feiertag in Anspruch zu nehmen. Man kann auch über Ramadan denken, was man möchte. Ich verstehe trotzdem nicht, warum es nicht möglich ist, alle 10 bis 12 Jahre die Bundesjugendspiele so zu legen, dass sie nun nicht genau in der Zeit liegen, wo der Ramadan ist, der wandert ja bekanntlicherweise, sodass als einem Großteil der Schüler in der Oberschule, weil in den Grundschulen ist das ja nicht so möglich ist, daran teilzunehmen. Das pädagogische Personal, ich würde mich hier wirklich gerne auf das pädagogische Personal, nicht ausschließlich auf Lehrkräfte beziehen, weil in der Schule inzwischen eine Vielzahl an Professionen einzuhalten haben. Wir haben pädagogische Unterrichtshilfen, wir haben Betreuer, wir bekommen Psychologinnen an die Schulen, Sprachassistentinnen und dergleichen. Das heißt, all diese Berufssparten sind für diese Menschen gespürt. Was verlange ich von einer pädagogischen Kraft? Ich erwarte, dass sie empathisch ist, dass sie authentisch ist und dass sie professionell ist. Fachwissen in den einzelnen Fächern, denke ich, ist eine Grundvoraussetzung, müssen wir hier nicht extra erwähnen. Diese Professionalität beinhaltet aber ebenfalls, dass sie zur Neutralität verpflichtet ist. Und jemandem, der religiös ist, religiöse Zeichen trägt, von vornherein die Fähigkeit abzusprechen, hier neutral tätig zu werden, neutral Werte zu vermitteln, ist in meinen Augen und
zeugt von einer nicht unerheblichen Arroganz. Mein Fach ist Mathematik und Geschichte, beziehe mich jetzt mal auf die Mathematik. Da reicht es eigentlich, wenn man ein Gegenbeispiel bringt, um eine Sachlage zu widerlegen. Wir haben Referendarinnen im Berliner Schuldienst, denn im Referendariat ist es ihnen erlaubt, ein Kopftuch zu tragen. Es ist mir nicht bekannt, dass es da eine Welle der Islamisierung an den Schulen gegeben hat oder Massen von Mädchen zu ihren Vätern gerannt sind und gesagt haben, ach, kauf mir doch bitte ein Kopftuch. Wir unterrichten seit Jahrzehnten, unterrichten Lehrkräfte an Schulen, Mädchen und junge Frauen mit Kopftuch. Also die Schülerinnen haben ein Kopftuch. Auch der umgekehrte Weg ist mir in dem Maße nicht bekannt. Warum? Weil wir die schlechteren Lehrer sind, die schlechteren Vorbilder oder wie? Lehrkräfte haben eine Vorbildfunktion. Lehrkräfte bauen eine Beziehung zu Schülern auf. Das ist der Idealfall und in vielen Fällen tun mit hoch engagierte Kolleginnen. Meine Schüler würden an der Stelle sagen, nur vergiss mal deine Rolle nicht, wir wollen es aber bitte auch nicht zu hoch hängen. Und dann habe ich mir heute mal ausgedruckt, weil ich war mir ja nicht so bewusst, in wie vielen Bundesländern durchaus unterrichten mit Kopftuch. Gang und gäbe es, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen. Auch da habe ich nicht das Gefühl, dass da in der letzten Zeit Meldungen gekommen sind, dass wir, dass es da irgendwie Schwierigkeiten in dieser Hinsicht an den Schulen gibt. Wir reden hier nicht von irgendwelchen exotischen Personen. Wir reden von den Menschen, denen sie täglich im Kiez begegnen, die mit ihnen in U-Bahn und Bussen fahren, die in meinen Klassen sitzen, die zum großen Teil deutsche Staatsbürgerinnen sind und die basierend auf unserer Verfassung, die wiederum auf unserem sehr guten Grundgesetz basiert und im Fall von Schule auf dem Schulgesetz an dieser Stelle tätig sind. Jetzt ist doch nicht wichtig, was die Leute im Kopf haben. Und wir haben starke Gesetze. Und anhand dieser Gesetze kann ich entscheiden, ob hier jemand seinen Pflichten und Rechten nachkommt, ob es eine Beeinflussung gibt, ob die Kolleginnen und Kollegen in dem Falle neutral sind. Dieses Kopftuch und die damit verbundene Frauenrolle wird immer gerne Kopftuch als Zeichen der Unterdrückung. Na klar, gibt es diese Unterdrückung. Na logisch. Man braucht nicht zwingend ein Kopftuch, um Frauen zu unterdrücken, aber sicherlich ist da Zwang bei. Noch viel mehr in anderen Ländern, in nicht-europäischen. Da ist es sicherlich noch wesentlich gravierender. Aber wir sind hier in Deutschland, wir haben hier die Gesetze und wir sollten vielleicht auch mal den Frauen zuhören. Der Journalist Christian Bomarius hat 2015 bereits in der Berliner Zeitung geschrieben, es gibt so die selbstbestimmende Prophezeiung. Wenn Sie jemanden finden, der ein Messer im Rücken hat, dann können Sie davon ausgehen, der ist ermordet worden. Wenn ein Zweijähriger den Schokoladenpudding zu zwei Drittel in seinem Gesicht verteilt hat, dann haut das mit der Feinmotorik noch nicht hin. Wenn eine Frau ein Kopftuch trägt, dann ist sie unterdrückt und nicht selbstbestimmt. Ich kenne etliche junge Frauen, die inzwischen sagen, ich diskutiere darüber gar nicht mehr. Es ist egal, was ich sage, ob ich den Kopftuch mit 20 angelegt habe, mit 25, gegen den Willen meines Vaters, es interessiert gar keinen. Jeder implementiert, du bist unterdrückt. Und als letztes noch, unsere Gesellschaft ist bunt, die ist vielfältig. Wo, wenn ich in dem geschützten Raum von Schule, habe ich die Möglichkeit, mich an unterschiedlichen Sichtweisen, Vorstellungen zu reiben, kennenzulernen, zu akzeptieren und mich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube nicht, dass das Kopftuch eines der augenblicklichen aktuellen Probleme im Bildungssystem lösen wird. Es wird aber mit Sicherheit keine weiteren provozieren. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke und die Positionierung, Frau Gazi. Jetzt sind Sie dran, seid ihr dran. Weil jetzt ist genau der Moment gekommen, wo Fragen gestellt werden können, Kommentare, Positionen ausgetauscht werden können, weil wir sind ja da, damit wir gemeinsam diskutieren können. Also ich gehe jetzt mal um und dann können Sie sich melden. Ich will vielleicht erstmal aufrufen, dass wir einen kleinen Applaus, weil wir waren noch sehr engagierte Beiträge und es war so sehr gut.
sehr engagiert, fand ich auch. Dankeschön Ihnen allen. So, wer möchte denn gerne Position ergreifen? Bitte einmal umgehen. 1, 2, 3, 4. Dann wäre Nico zuerst. Ich weiß nicht, wer das ist. Vielleicht müsstest du dich hinstellen, Tobias. Ja, ich habe eine Frage an dich, Alexander. Ich habe irgendwie jetzt nicht so recht geblickt, wo so die Linie verläuft zwischen den Sachen, die dann in der Schule oder die dann irgendwie in diesen öffentlichen Räumen problematisch sind und nicht problematisch sind. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Pulli anhabe von einer Band, mache ich dann nicht Werbung für die Band. Oder wenn ich, was weiß ich, Markenkleidung trage, mache ich dann nicht Werbung für die Marke. Müsste sowas dann nicht auch verboten werden? Dürfen dann nur noch graue Anzüge getragen werden? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da immer so ein bisschen mitschwingt. Also irgendwie wird auch zu den Kindern so ein bisschen die Mündigkeit abgesprochen, habe ich das Gefühl, als ob die so keinen eigenen Kopf hätten. Ja. So, dann gehe ich noch weiter. Ich glaube, du müsstest dich auch tippen. Es reicht leider nicht länger, weil es nicht länger enthält. Ja, nochmal zur Schule. Ich war auf einer Veranstaltung im Rathaus Charlottenburg. Da ging es auch um das Kopftuch. Und es waren sehr viele Lehrerinnen und Lehrer dort. Und fast alle haben also ziemlich böse Erlebnisse, von bösen Erlebnissen berichtet. Von den Konflikten an den Schulen und dass sie einfach es nicht mehr schaffen, damit klarzukommen. Wie sind Ihre Erfahrungen und was müsste denn getan werden? Also die Diskussion damals im Rathaus Charlottenburg, das war schon die zweite, die von der Gleichstellungsbeauftragten zu der von der Gleichstellungsbeauftragten eingeladen wurde, und die ging relativ im Zoff auseinander, also auch die zweite Veranstaltung, weil es ganz polarisierte Positionen gab. Frage halt, also wie groß sind diese Probleme? Wahrscheinlich wenden sich ja dann die Kolleginnen und Kollegen auch an Sie. Ja, und wie gesagt, was kann getan werden? Was muss getan werden? Ich versuche mich zu positionieren, mache einen Gedankenversuch, aber auch ehrlich zu sein. Erstmal ein positives Beispiel: Im Publikum sitzen zwei Damen, die sind meines Erachtens verdeckt, aber da ist mir wichtig, dass da eine Qualifizierung vorherrscht. Also da kann ich gar nicht drum streiten. Für mich ist neutral betrachtet ein Stück Stoff. Die andere Seite ist, ich habe mir auch Gedanken gemacht als Frau, das ist eine doppelte Diskriminierung. Durch ihre Religion ist es eine Diskriminierung in dieser Hinsicht. Und dadurch, dass es dann vielleicht auch im Schulbetrieb abgelehnt wird. Ich persönlich wäre aber dafür, dass kein Kopftuch getragen wird, dass die Dame das in ihrem privaten Leben machen kann oder im Religionsunterricht. Weil wenn wir sagen, nicht das einzige Problem, was ich habe, ist, dass es einen Zwang dafür gibt. Ich habe ein ziemliches Problem, dass man das rigoros verbieten sollte. Meine Meinung ist Klartext, warum fällt es denn einer Dame, die sich akkulturisiert hat, Sprache spricht, ein Studium hat, warum fällt es ihr denn so schwer, das Kopftuch einfach mal abzulegen? Weil ein Kleidungsstück, das ist Neutralität, ein Kleidungsstück lege ich ab, ein Stück Stoff kann ich ablegen. Ne? Ich bin einfach nicht dafür, Klartext, die ganzen Sachen, die da rein interpretiert werden, also ich fände es schon schön, wenn ich eine Lehrerin ohne hätte. Wobei ich aber gleichzeitig die Dame nicht anfeuern würde. Ich sitze im Unterricht und sage mir, wenn die Qualifikation vorhanden ist, ist das Allerwichtigste. Aber wenn man eine Linie ziehen würde, mich um meine Meinung bitten würde, würde ich sagen, wäre es schon schön, wenn sie sich eben, wie auch immer, eben ohne Kopftuch tragen würde. Ne? Aber ich bin da ein bisschen gespalten, aber wenn man mir sagen würde, wie stehst du dazu, sage ich Klartext, mir persönlich wäre es schon lieber. Ne? Ja, Namen zusammen. Also meine persönliche Haltung dazu ist schon, Religion hat und Religionssymbole haben eigentlich in staatlichen Schulen nichts verloren. Das kann man Atheist oder Agnostiker sagen. Also das ist einfach meine persönliche Haltung dazu. Ich denke, es war auch sehr sinnvoll, vor ein paar hundert Jahren schon hat man hier Kirche und Staat mal getrennt. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. So, das wäre so meine grundsätzlich. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn hier Feiertagen, die werden, wenn die Linke allerdings den Antrag stellt, religionsneutrale Feiertage, dann wird es gesellschaftlich eine ganz schöne Debatte geben, aber da habe ich prinzipiell auch überhaupt nichts dagegen.
Also so, um da ein bisschen was zu entschärfen auf Ihren Beitrag, vielleicht Frau Gazi. Und die Frage, die ich aber habe, ist, wie viel Bambule gibt es? Bambule, das ist ein früheres Buch von Ulrike Meinhof. Also wie viel Bambule gibt es an den Schulen? An welchen Schulen wird sich, also zu dem Thema, also in welchen Schulen schwerpunktmäßig? Und wie sieht diese Bambule denn konkret aus? Also das würde ich einfach mal gerne. Hallo, ich wollte noch ein anderes reinbringen. Ich hatte jetzt vor 2 Jahren die Ehre, nochmal 2 Jahre an der Berufsschule zu sein als Schüler, war aber nebenbei schon Bezirksverordneter und habe quasi von den Lehrern im Recht und in Sachen Gesellschaftskunde natürlich quasi immer den Auftrag bekommen, unterrichte du mal. Und ja, als Bezirksverordneter ist man nicht neutral. Da hat man ja ein Mandat für eine gewisse Aussage und dann ist natürlich Neutralitätsgesetz, vor allem wenn man selber niemals pädagogisch unterrichtet wurde, eher schwierig umzusetzen und deswegen wollte ich das fragen, wie würdet ihr dann sowas sehen? Und vor allem meine Mitschüler waren ja alle knapp 10 Jahre jünger als ich, also die waren ja wirklich Berufsschüler. Ja, und meine eigene Haltung, also ich finde auch Staat und Religion gehört nicht zusammen, aber die Menge an Religionen ist so extrem vielfältig und dann auch so viele extrem vielfältige Religionen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Thor's Hammer und sämtliche nordischen Religionszeichen, die müssen wir alle erstmal identifizieren und allen Göttern irgendwie zuordnen, bevor man die dann verbieten kann. Das würde dann auch immer schwierig werden. Dankeschön. Meiner Meinung nach, also vielen Dank erstmal für die unterschiedlichen Positionen. Ich bemühe mich seit Jahren sozusagen um eine angemessene und vernünftige Positionierung. Ich bin jugendpolitische Sprecherin in der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus und auch wir haben da unsere Diskussionen. Ich habe auch die Diskussionen verfolgt, die innerhalb der GEW passiert sind über viele Monate, die Berliner Lehrerzeitung, die Pro- und Kontrapositionierung und ich finde auf beiden Seiten überzeugende Argumente, das muss ich mal sagen. Ich bin aber nicht so sicher, wie einige durch das Urteil die endgültige Klarheit geben wird in der Sache, weil ich glaube, dass die juristische Bewertung einer Angelegenheit, die hier, sag ich mal, in den Schulen an der Basis, da wo die Praxis passiert, am Ende dann ausgetragen wird, lässt sich nicht durch ein juristisches Urteil aus der Welt schaffen. Große Hoffnung, dass wir das dadurch gelöst kriegen. Und dann frage ich auch noch einmal in Richtung Sie, Frau Gazi, in Richtung Praxis. Mich würde interessieren, was auch du schon gefragt hast, wie sieht es denn aus mit der Bambule? Wie nehmen Sie das denn wahr? Gibt es da wirklich die vielen Konflikte? Gibt es da wirklich dann die vielen, wie uns das immer berichtet wird, die vielen Schüler, die ihre Mitschülerinnen sozusagen mobben, wenn sie nicht ein Kopftuch tragen, etc. Wie ist denn da die tatsächliche Situation? Das würde mich mal interessieren. Und mich würde auch interessieren, ob das von Seiten der Lehrerschaft an den Schulen diskutiert wird, dieses Thema, und ob es da auch Debatten gibt, zum Beispiel bei Elternversammlungen und wie Eltern das untereinander diskutieren, wie nehmen sie das wahr? Das würde ich gern von einer Praktikerin. Vielen Dank. Ich wollte auch ganz gerne einen Kommentar zu Frau Gazi abgeben. Und zwar, ich gebe Ihnen absolut recht, dass die neue Schule allein durch die Weihnachtsferien beispielsweise nicht gegeben ist. Ich bin zur Grundschule gegangen in Brandenburg, in Südbrandenburg. Und da war der Islam zum Beispiel überhaupt kein Thema. Und ich hätte mir im Nachhinein sogar gewünscht, dass es mit Kopftuch gibt, um einfach auch über die Vielfältigkeit dieser Welt aufgeklärt zu werden. Und ich finde, das würde auch einen ganz großen Teil zur Schaffung von Toleranz beitragen. Und ich denke, es wäre sehr sinnvoll, denn die Neutralität ist durch zum Beispiel die christlichen Ferien sowieso nicht gegeben. Und deswegen finde ich, warum sollte es in Bezug auf das Kopftuch gegeben sein? Ja, Markus Otto mein Name, ich bin auch hier aus dem Bezirk. Erstmal ganz, also habe mich auch mein ganzes Leben lang viel mit Schule beschäftigt. Sebastian und ich waren ja mal vor langen Jahren mal im Schul
einer LAG-Schule und so eine Sachen zusammen. Habe mich aber tatsächlich mit diesem Neutralitätsgesetz ewig nicht beschäftigt, war einfach nicht mehr auf meiner Ebene. Herzlichen Dank für die vielen Beiträge. Bin so ein bisschen ohne eine Meinung gekommen und gehe wahrscheinlich auch ohne eine klare Meinung, weil ich bei Ihren Beiträgen jetzt doch so ein bisschen den Eindruck gewonnen habe, das kann man tatsächlich nicht mit einem Gesetz regeln. Ich meine, eine Sache ist unstrittig, wir wollen eigentlich eine neutrale, säkuläre Schule, eine Schule, wo Religion nicht bestimmend ist. Auf der anderen Seite ist ja in vielen Sachen angekommen, ich habe jetzt, als Herr Bischof vorhin gesagt hat, er soll jetzt der Lehrer mit seinem CDU-T-Shirt kommen, ich habe mir gefragt, also als ich damals Schüler wäre, ich hätte mir manchmal gewünscht, dass der mit dem CDU-T-Shirt kommt, weil dann weiß ich wenigstens, wo diese komische verquere Meinung herkommt. Und andererseits ist es ja Tatsache so, dass man fast gar nicht eingrenzen kann, wo ziehe ich denn jetzt die Grenze, wo die Beeinflussung stattfindet oder nicht, weil ich würde mal sagen, 90% von Beeinflussung an der Schule ist sehr subtil, ist nicht symbolisch belegt, sondern ist eben von hinten her durch die kalte Küche und ich habe es nicht gemerkt, aber am Ende, die Feiertage sind ein wunderbares Beispiel, das wird halt kulturell vermittelt. Kann da ein offen zur Schau gestellte, das ist meine Person, das ist meine individuelle Meinung, da Tatsache wirklich so viel Schaden machen. Nikolas hat es eben auch wunderbar angesagt, wir müssen ja auch so ein bisschen auf die Resilienz der Schüler schauen, also denen auch ein bisschen vertrauen, dass sie Tatsache in der Lage sind, die Welt zu verstehen. Und da stelle ich jetzt eher die Frage, ist es da nicht manchmal sogar hilfreich, wenn man Sachen sieht, solange der Grundgedanke, die Prämisse, wir haben es hier mit einer säkulären Schule zu tun und es darf sozusagen keine einseitig dominante Beeinflussung geben, solange das auf Schulebene auch durchgesetzt wird und gehalten wird und man sozusagen ein Gesetz nur für die Eskalationsmomente hat. Und ich muss sagen, also die 10 Jahre oder 8 Jahre, die ich mich mit Schulpolitik beschäftigt habe, also wie gesagt 5, 6 Jahre her, hatte ich nicht den Eindruck, dass das an den Berliner Schulen das Hauptproblem war. Sozusagen bei Frau Atsch enden, weil an Sie beide wurden zwar keine konkreten Fragen, aber es gibt ja ganz viele Dinge, die auch mit der Rechtssituation zusammenhängen, genau, wo Sie nochmal darauf antworten dürfen, natürlich selbstverständlich. Na, wo fangen wir denn an mit der Bambule und wo hören wir auf? Also ich bin an einer Unterricht in Reinickendorf von einer sogenannten Brennpunktschule und die Frage ist, Sie beziehen die Bambule worauf? Auf die Konflikte zwischen Schülern und Lehrern, also die Auseinandersetzung, wenn jetzt eine Kollegin mit Kopftuch an die Schule kommt, ob das im Lehrerzimmer nun Stimmung macht oder nicht, halte ich für relativ, das weiß man nicht so. Also die Referendarinnen, die bei uns an den Schulen sind, klagen nicht wirklich, aber natürlich, Lehrer sind auch nur Menschen und nicht per se die Besseren. Also es gibt durchaus die eine oder andere Variante, die da nicht umsetzt, ein Schnitt durch die Gesellschaft. Da gibt es sicherlich auch Leute, die das nicht gut finden. Wir haben nicht umsonst den Antidiskriminierungsbeauftragten jetzt. Der ist ja nicht nur für Eltern, der geht auch darum, dass es um Lehrkörper geht, um Lehrkräfte. Also da, aber ich denke, das sind Konflikte, die kann man handeln. Also, dass es in den Lehrerzimmern an diesen Stellen brodelt, unterhalb der Kollegin, ist mir nicht so bewusst. Ich bin auch im Personalrat, also von daher kann ich Ihnen zumindest aus dieser Hinsicht sagen, eher nicht. Was die Schüler angeht, sie haben es vielleicht verfolgt, vor 3 Jahren oder so, ging auch durch die GEW-Lehrerzeitung, dieses Thema dieser leidigen deutschen Feindlichkeit und dieser Druck von muslimischen Kindern auf Deutsche und die Aktionen, warum trägst du keinen Kopftuch und du bist eine schlechte Muslima oder Muslimin, das ist mir jetzt, weiß, also ja, gibt es. Gab es in dieser Art und Weise in anderen Bereichen schon öfter. Du trägst kein Adidas-Cabby, du bist ja eine Pfeife. Warum trägst du nicht? Also, die suchen sich da Dinge und dann wird unter Druck gesetzt. Aber Entschuldigung, das ist mein Job, mit diesen Konflikten umzugehen und sie entsprechend pädagogisch aufzuarbeiten. Und das passiert ja an vielen Stellen. Und die Konflikte, die entstehen, diese Bambule, entsteht ja nicht,
weil die Kinder einen muslimischen Hintergrund haben oder keinen muslimischen Hintergrund, sondern Konflikte, speziell an Brennpunktschulen, haben wenig mit dem Migrationshintergrund und auch nicht zwingend was mit dem religiösen oder nicht religiösen Hintergrund zu tun, sondern das hat schon auch was mit dem sozialen Hintergrund zu tun und mit, nennen wir bildungsnah und bildungsfern, wobei ich das sehr fragwürdig finde, aber um mal irgendwie auf den offenen Punkt zu bringen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was passieren wird, wenn die Schule die Gesellschaft widerspiegelt in ihrer Vielfältigkeit. Das tut sie nämlich nicht, zumindest nicht bei den Lehrkörpern. Bei den Putzfrauen, die tragen Kopftuch, da gibt es auch kein Problem, aber ansonsten nicht. Vielleicht wäre es sogar hilfreich, eine emanzipierte, gut ausgebildete Muslima dazu stehen zu haben, die zu dem sagt, pass mal auf, Knabe, du verstehst vom Islam gar nichts. Das läuft nämlich ganz anders. Wäre doch eine Option, dass sich auch diese Schüler in einer gewissen Weise dort wiederfinden und jemanden, der ihnen da Paroli bieten kann. Also Sie sehen es an meinem Namen, der ist nicht nur deutsch. Der hat einen arabischen Hintergrund. Und die erste Frage, wenn ich in eine Klasse komme, ist, sind Sie Muslime? Beten Sie? Machen Sie Ramadan? Und also Schüler wissen relativ schnell, deshalb wundert mich das, dass Sie einen Kollegen brauchen, der die CDU drauf hat. Schüler wissen sofort, wie sie uns zu verorten haben. Denken Sie doch bitte mal an Ihre Schulzeit. Wir wussten ganz genau, an welche Stelle wir welche Schüler, welche Lehrer zu stellen haben. Und wenn nicht, dann fragen die heute, da sind die relativ, wie nennt man das? Unverfroren im positiven Sinne. Ja, es gibt Schulen, an denen es große, große Probleme gibt. Ich würde Sie nicht auf diese Sache runterbrechen. Die Probleme sind vielfältig. Wer die Presse verfolgt, weiß, was in unserer Bildungslandschaft los ist. Der weiß auch, dass Schule seit Jahren mit immensen Reformen und Herausforderungen konfrontiert wird. Ich finde es erstaunlich, wie dieses Personal über Jahrzehnte jetzt diese Sache stemmt. Wir werden auch das stemmen. Es ist eine Frage von Ressourcen, es ist eine Frage von Personal, es ist eine Frage von Lehrinhalten, da hängt sehr, sehr viel zusammen und viele Kolleginnen laufen auf dem Zahnfleisch. Das Neutralitätsgesetz, ja oder nein, wird an dieser Situation wahrscheinlich nichts ändern. Also es ist nicht das Heilmittel, egal ob wir es behalten oder auch nicht. Zur Frage mit den Unterscheidungen zu Marken und zu Bands und sowas, die ist ganz klar die Linie. Eine Marke möchte ihre Produkte verkaufen und eine Band ihre Musik und im besten Fall eine schöne Zeit machen. Die Grenze ist eindeutig, eine politische und eine religiöse Haltung verlangt von mir eine gesellschaftspolitische Position, es verlangt von mir ein bestimmtes Verhalten, es ist eine Beurteilung von anderen Menschen, eine Anthropologie dahinter, das alles tut eine Marke und tut eine, oder das verlangt eine Marke und das verlangt keine Band. Also das ist gesellschaftspolitisch eine Aussage mit verbunden, die von mir bestimmte Verhaltensweisen, Einschätzungen, Beurteilungen nach sich zieht und verlangt. Insofern finde ich den Vergleich zwischen Adidas und dem Kopftuch, also ja, schwierig. Das Gleiche kann ich sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass die Beatles mich aufgefordert hätten, eine Position zur Sterbehilfe, zu Geschlechtergerechtigkeit oder zu ein Konzept von Sünde oder Strafe zu entwickeln. Also das ist das steht, glaube ich, sogar im Schulgesetz drin. Übrigens nicht nur das Christentum. Also das steht. Das religiöse Konnotierte, es geht ja um konnotierte Symbole sozusagen. Und Adidas hat keine gesellschaftspolitischen Positionen. Eine Religion schon. Verkauf von Produkten, also sozusagen, und es geht nicht um, also was ich schon meinte, also ich, Adidas positioniert sich nicht zu Fragen von Geschlechtlichkeit, zu Sterbehilfe oder zu anderen Positionen. Religionen und politische Positionen tun das. Zu der Frage, also bei uns im Lebenskollegium gab es immer wieder Fortbildungen zur Frage, wie gehe ich mit muslimischen Schülern um in einzelnen Situationen. Das ist natürlich eine Frage, die man
die repräsentativ sind. Ich habe größtenteils an Schulen selber unterrichtet, wo ich kaum Probleme hatte, außer meiner Ausbildungsschule im Bergischen Viertel. Aber es ist ein wiederkehrendes Problem, dass stellenweise Unterricht verunmöglicht wird, was natürlich beim freiwilligen Unterricht, was nicht auf dem Zeugnis auftaucht, und natürlich auch viel, viel einfacher für die Schülerinnen und Schüler ist und auch in ganz anderen Bereichen gemacht wird. Aber nichtsdestotrotz werden da sozusagen einzelne, also sind Vorkommnisse wie repräsentativ, die im Kollegium sind, kann ich nicht beurteilen. Ja, also ich will vielleicht nur mit einem Gerücht aufräumen, ist ja angesprochen worden, davon wird auch unausgesprochen, glaube ich, an vielen Stellen der Debatte ausgegangen, Deutschland wäre ein säkularer Staat, wir hätten hier die Trennung zwischen Staat, Kirche und Staat. Ich muss, und es tut mir als Linker weh, allen sagen, das ist nicht so. Das würden wir uns als gesellschaftliche Linke vielleicht wünschen, aber die Entscheidung, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes getroffen haben, war eine gänzlich andere. Das erkennt man an Fragen der Kirchensteuer, das erkennt man daran, dass das gesamte Weimarer Staatskirchenrecht inkorporiert ist und Verfassungsrang hat, auch einer der Gründe, warum wir Diskussionen haben. In Berlin hatten wir einen Volksentscheid zu der Frage, weil die Staatskirchen sozusagen versucht haben, oder die großen Kirchen versucht haben, die Ausnahmeklausel des Grundgesetzes für das Bundesland Berlin zu Fall zu bringen. Das war sozusagen gesellschaftlicher und auch religionspolitisch konnotierter Machtkampf, den sie verloren haben. Also da hat in Berlin-Brandenburg, Schlesische Lausitz hier, ich weiß nicht genau, wie das bei den Katholiken heißt, das ist offiziell nach der katholischen Kirchendiktion bis heute Diaspora. Also nur um mal damit aufzuräumen, die gesellschaftliche Linke wünscht sich das, aber die Entscheidung, die das Grundgesetz getroffen hat, das kann man kritisieren, das ist eine andere. Und solange und soweit wir uns nicht ein neues Grundgesetz bzw. eine neue Verfassung geben, müssen wir erstmal mit der Betriebsanleitung so umgehen, wie sie da ist. Bringt mich zu einem zweiten Punkt. Urteil, bedeutet das gleich Ende der Debatte? Nein, natürlich nicht. Recht ist geronnene Politik. Bei Recht geht es um Sprache, bei Recht geht es um Interpretation. Und Recht ist natürlich auch Kampffeld für gesellschaftliche Auseinandersetzung, gar keine Frage. Deswegen wird eine gesellschaftliche Debatte sozusagen niemals durch irgendein gerichtliches Urteil, auch wenn es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil ist, beendet werden. Aber ich hoffe doch, dass wir alle uns daran halten, dass wenn ein Gericht erst einmal und dann auch letztinstanzlich entschieden hat, dass das dann auch erstmal gilt. So. Und zwar so lange, bis was anderes entschieden wird. Das ist bei der Bestandskraft von verfassungsgerichtlichen Urteilen dann doch zumindest immer über eine etwas längere Zeit. Manchmal brauchen die auch lange, um gesellschaftliche Prozesse nachzuempfinden. Für meine Begriffe manchmal auch viel zu lange. Aber man kann sich zumindest darauf einstellen, dass dieses Urteil, auch das, was 2015 jetzt ausgeurteilt wurde, dem Grunde nach erstmal Bestand haben wird, es sei denn, wir kommen irgendwann auf die Idee, unsere Grundrechte sozusagen zu ändern. Aber solange die Grundrechtsthematik so ist, wie sie ist, können wir da erstmal nicht viel anderes erwarten. Da will ich auch noch einen zweiten Punkt aufbringen. Staatliche Neutralität, ja, natürlich, aber es ist ein Unterschied, ob ein Kreuz beispielsweise oder ein anderes religiöses Symbol an einem staatlichen Gebäude hängt. Das ist natürlich auch nicht so sinnvoll, weil da macht der Staat es sich tatsächlich zu eigen, in dem Sinne durch die Verbindung des religiösen Symbols mit seinem neutralen, im wahrsten Sinne des Wortes, Raum. Aber der entscheidende Unterschied ist doch der, in dem Moment, wenn ein religiöses Symbol, das von der tragenden Person für sich persönlich, nur für sich persönlich, als ein Imperativ seiner Religionsausübung verstanden wird. Da ist der Unterschied, weil da verbindet sich sozusagen, da wird es das Grundrecht. Und die Schule, die Lehre vom besonderen Gewaltverhältnis, hat das Bundesverfassungsgericht mit der Strafgefangenenpostentscheidung, ich glaube, in den 60er oder 70er Jahren bereits aufgegeben. Es ist nicht mehr so, dass wenn man bestimmte staatliche Räume betritt, man seine Grundrechte draußen an der Garderobe abgibt. Das tut ein Strafgefangener nicht, wenn er im Gefängnis ist. Das machen Schülerinnen und Schüler nicht, wenn sie die Schule betreten. Und natürlich tun das auch nicht diejenigen, die im öffentlichen Dienst, in der Schule, in welcher Funktion auch immer, ob als Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Lehrerinnen und Lehrer oder Schulmanager oder was sonst es gibt, arbeiten. So, das ist sozusagen genau der Punkt, warum die Debatte an der Stelle halt auch nicht einfach ist. Aber wo wir halt eben zur Kenntnis
sozusagen nicht vollständig verdrängt werden kann und auch nicht zeitlich. Das ist ja immer das Argument, ja, aber es sind dann auch noch nicht 8 Stunden in der Schule. Nein. Religionsfreiheit ist nach dem deutschen Grundgesetz auch immer verknüpft mit der Menschenwürde. Es hat eine Menschenwürde gehalten. Deswegen ist es unter anderem auch ein vorbehaltlos geschütztes Grundrecht. Und das ist auch nicht disponibel. So, und deswegen muss man dann irgendwie gucken. Und ich persönlich finde die Entscheidung, die getroffen wurde, tatsächlich verhältnismäßig. Und sie bringt sozusagen die Sachen in ein gutes Gleichgewicht. Das hat sozusagen mit der Debatte im engeren Sinne nicht ganz so viel zu tun, weil an der Stelle geht es nicht um Religion. Aber ich will mal nur ein Beispiel nennen. Wir haben doch auch ein bewährtes, sag ich mal, System in der staatlichen Schule, wie wir mit Lehrerinnen und Lehrern umgehen, die tatsächlich die staatliche Neutralität krass verletzen. Und ich will das prominente Berliner Beispiel des sogenannten Volkslehrer nennen, der einen YouTube-Kanal betrieben hat, in dem er hochgradig rassistische, antisemitische, frauenfeindliche, geschichtsrevisionistische Sachen von sich gegeben hat. Und der an der Schule sozusagen, in Anführungszeichen, dem Neutralitätsgesetz entsprechenden Ideal entsprochen hat, weil er sozusagen nichts Aufwendiges an sich hatte oder wie auch immer. So, und so jemand ist doch in Anführungszeichen, da nehme ich Ihre Formulierung auf, die habe ich auch im Parlament schon in einem anderen Zusammenhang benutzt. Entscheidend ist doch, was im Kopf ist und nicht, wie er umhüllt ist. Das ist genau der Punkt. Und da müssen wir sozusagen, dafür haben wir auch jetzt schon die entscheidenden Instrumente. Und das Thema Beeinflussung, finde ich, da ist auch unser jetziges Gesetz total inkonsistent. Es wird immer gesagt, die armen Schüler, die werden überwältigt von den Lehrerinnen und Lehrern, da gibt es ein Abhängigkeitsverhältnis und so weiter. Also erstens, ich habe mir als Schüler relativ selten X und U vorgemacht. Ich habe in der Grundschule zum Beispiel einen Lehrer, der noch so, ich sage jetzt mal schon fast, sozusagen Nazi-Unterrichtsmethoden hatte, der einen Schlüsselbund nach mir geworfen hat und mich an den Ohren sozusagen hochgezogen hat, dem habe ich eine geschallert. Das war schon in der Grundschule so der Fall. Das machen jetzt vielleicht nicht alle Schüler, aber ich glaube, die meisten Schüler, insbesondere in Berlin, sind relativ selbstbewusst. Und Stichwort Gesetz, die Kita sind ausgenommen. Also sozusagen, wenn schon in einer Kita der Berliner Gesetzgeber damals offensichtlich keine Beeinflussungsgefahr gesehen hat durch kopftuchtragende Kita-Erzieher, wo die Frage auch psychologisch, wenn man sich da mal beliest, von sozusagen Bindungsaufbau, von Krippenkindern, die ein halbes Jahr alt sind oder noch jünger teilweise, wenn es da keine Beeinflussungsgefahr geben soll, warum soll es denn plötzlich für die allgemeinbildende Schule geben? Und übrigens für die Berufsschule nicht. Also wir haben auch Alterskohorten, die sind sozusagen gleich. Da haben wir Schüler, die sind genauso alt, die sind an einer allgemeinbildenden Schule, wo das Neutralitätsgesetz gilt. Und wir haben Schüler, die sind in derselben Alterskohorte, die sind an den berufsbildenden Schulen, da gilt es nicht. Auch völlig inkonsequent. Und letzte Anekdote. Udo Wolf, unser Fraktionsvorsitzender, hat uns in der Fraktionssitzung, und das ist nicht ganz uninteressant, auch was zur Geschichte dieses Gesetzes gesagt. Er hat das nämlich mit Marion Seelig, die inzwischen verstorben ist, zusammen verhandelt. Das war ja eine rot-rote Koalition, die dieses Gesetz gemacht hat. Er hat Körting, der damalige Innenminister, kam nämlich auf uns zu, nach der Kopftuch-1-Entscheidung, hat gesagt, jetzt machen wir ein Kopftuch-Verbotsgesetz. Da ist Udo Wolf, Marion Seelig, ganz schlecht geworden, weil sie gesagt haben, nee, also ein Kopftuch-Verbotsgesetz machen wir ganz bestimmt nicht. Und dann haben die sich hingesetzt und haben in einem mühsamen Aushandlungsprozess das damalige Gesetz sozusagen gemacht, was von der grundsätzlichen Zielstellung her gesagt hat, wir möchten da in Anführungszeichen alle Religionen in Anführungszeichen gleich behandeln. Von den Inkonsistenzen bei der berufsbildenden Schule und bei der Kita habe ich jetzt gerade gesprochen. Das ist damals nicht so gesehen worden. Jetzt ist Zeit vergangen und wir müssen feststellen, dass es de facto ein Gesetz ist, das vor allen Dingen Frauen muslimischen Glaubens trifft. Rechts tatsächlich. Das müssen wir feststellen. Und da haben wir ein Problem. Und dieses Problem ist aus dem Bundesverfassungsgericht gebracht worden und entsprechend ausgeurteilt worden. Ein Punkt möchte ich noch sagen, der ist mir persönlich in dieser Debatte deutlich geworden und deswegen habe ich jetzt auch versucht, im Parlament so einen kleinen Anstoß zu geben bei den Haushaltsberatungen. Ich habe festgestellt, dass es an Schulen. Und ich habe auch in dem Rahmenlehrplan von dem Unterrichtsfach Ethik da, glaube ich, in der Suche nicht ein einziges Mal den Begriff Grundrechte gefunden. Ich habe mich jetzt dafür stark gemacht und wir werden das wahrscheinlich auch machen als Koalition, dass wir Richterinnen und Richter dabei unterstützen, wenn Schulen das möchten, natürlich nur, an die Schulen zu gehen
und vielleicht im Rahmen von Projekttagen oder anderweitig mal versuchen, Schülerinnen und Schülern etwas systematischer beizubringen, was sind Grundrechte, wie viele haben wir davon und wie funktioniert das und welche Konflikte ergeben sich. Und so, weil mein Eindruck ist, dass wir an den Schulen eine Situation haben, dass leider viel zu wenig über die Grundrechte in Anführungszeichen berichtet wird oder sie behandelt werden. Und das führt dann manchmal dazu, dass wir dann auch später logischerweise Debatten in der Gesellschaft haben, die dann einfach etwas schwieriger sind, einfach weil viele Leute nicht genau wissen, was im Betriebshandbuch drin steht. Genau, jetzt ist Frau Attisch dran und danach haben wir noch zwei Wortmeldungen und dann wird man langsam. Ja. Vielen Dank. Nun weiß ich nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Das ist eine halbe Stunde, habe ich noch Zeit. Wird nicht ausreichen. Denn die islamische Welt, Männer und Frauen, wir ringen um das Kopftuch seit Jahrhunderten. Und ich stelle mir die Frage, warum ausgerechnet in einer Stadt wie Berlin Rot-Rot-Grün und sehr viele Linksliberale oder auch Linke, Grüne teilweise so sehr sich für das Kopftuch einsetzen. Und das irritiert mich nach wie vor, auch mit dem Hintergrund, dass die Motivation, das zu tragen, theologisch, gesellschaftspolitisch, von Marokko bis Indonesien, eines der schwierigsten und emotionalsten Themen ist, gerade was Frauenrechte anbelangt. 1899 hat Kasim Amin, der erste Frauenrechtler, so gilt er, nicht nur Ägyptens, sondern der gesamten islamischen Welt, wird als Feminist bezeichnet, schrieb das Buch Die Befreiung der Frau und dann Die neue Frau. Diese Bücher wurden zerrissen von mehr als 30 Gelehrten als nicht-islamisch, zum Begriff Islamophobie. Sobald auch wir als Musliminnen, sogar ich als Gründerin einer Moschee, in der jeden Freitag, da lade ich sie ein, 14 Uhr stattfindet, wo Menschen aller Religionen und auch nicht Menschen, die nicht an Gott glauben, und da heißt es eben die negative Religionsfreiheit, so heißt es juristisch, ich finde das auch nicht schön, die Formulierung, aber so wird es zusammenkommen, wir traditionell das Gebet verrichten, Männer und Frauen gemischt, ohne oder mit Kopftuch, das ist deren Entscheidung. Und genau dafür Morddrohungen erhalten und genau dafür, dass wir das da so praktizieren, als islamophob bezeichnet werden. Insbesondere von Linken, Grünen und Linksliberalen, Teilen genau dieser Politik. Da bin ich irritiert, tut mir leid. Ich bin da sehr, sehr irritiert und natürlich auch enttäuscht, denn ich bin aufgewachsen. Wird nicht als Frauen geboren, sondern zu Frauen gemacht. Und das passte in mein feministisches Denken. Ich bin seit 50 Jahren in Deutschland, ich bin jetzt 56. In den 70er und 80er Jahren, als es im Iran losging mit der islamischen Revolution, als es in meiner türkisch-kurdischen und muslimischen Familie viel freier war und plötzlich immer mehr Kopftücher irgendwo auftauchten und wir uns die Frage stellten, was passiert hier eigentlich? Und wenn ich mir Bilder aus Ägypten, Afghanistan, Pakistan anschaue und auch mit all meinen Freundinnen darüber rede, die Entwicklung hin zu einer islamisierten Gesellschaft geht in all diesen Ländern, wir reden nicht über Deutschland, Europa, Marokko bis Indonesien, schauen sich die Historie und die Geschichte dieser Gesellschaften an, immer mit Hilfe auch der Verschleierung der Frauen. Und da ist nicht nur die Frage, die ist so banal und so einfach, die kann man sich so stellen, es ist wichtig, was im Kopf drin ist, nicht was drauf ist. So einfach ist die Frage aber nicht zu beantworten, liebe Leute. Da bin ich auch enttäuscht. Stellen Sie doch bitte die Frage, was ist im Kopf drin, dass eine Frau motiviert, auf den Kopf genau dieses Kopftuch, nicht nur das Kopftuch, sondern die moderate Kleidung. Es geht nicht nur um den Kopf, die Haare zu verhüllen, sondern auch das ist nackt, einen Ausschnitt zu haben, zu viel von der Haut hier am Arm zu zeigen. Kasim Amin hat genau auch das beschrieben. Warum verschleiern wir unsere Frauen derart? Warum verhüllen wir sie derart? Diese Diskussion führen Gelehrte, Musliminnen und Muslime in der gesamten islamischen Welt. Eine Frau sitzt aktuell, nicht nur eine Frau, viele sitzen gerade im Gefängnis im Iran, aber eine sitzt jetzt 20 Jahre, weil sie das Kopftuch öffentlich abgelegt hat. Und da frage ich mich, wieso hört man da nicht zu? Wieso
gibt es keine hier wirklich ehrlich offene Debatte darüber, was mit uns denjenigen gemacht wird, die wir sagen, der ist nicht anzeigend historisch-theoretisch ausgelegt werden. Wieso wollen Sie nicht diesen Konflikt auf sich genau mal anschauen, wenn wir sagen, das Kopftuch steht sehr, für sehr, sehr viel mehr als einfach nur ein religiöses Symbol, denn dahinter ist eine Frauenrolle. Wir werden nicht als Frauen geboren, sondern zu Frauen gemacht. Die Markierung der Frau war das eines der Hauptthemen und die Sexualisierung der Frau, der Frauenbewegung 70er, 80er Jahre. Nun kämpfen wir, wenn wir gegen das Kopftuch der Lehrerin kämpfen, als Vorbild in der Grundschule, dazu haben sie tonnenweise Literatur und Studien, wie die Beeinflussung stattfindet. Sie sagen, im Kindergarten ist es nicht verboten. Ja, man hat einen Kompromiss getroffen. Aber in Wedding gab es ein Elternpaar, das wollte ein zweijähriges Kind mit einem Kopftuch in den Kindergarten schicken. Da musste sich die Kindergärtnerleiterin dagegen wehren. Diese Entwicklungen seit 1969, seit ich in Berlin lebe, sehe ich hier gerade in dieser Diskussion heute ziemlich verharmlost. Als es bei uns in der Schule, in der Utrechter Straße, in der Grundschule, in die ich gegangen bin, Rübeshall Grundschule, hieß, dass wir Schwimmunterricht haben, bin ich mit dem Zettel zu meiner Mutter gegangen. Ich war 9 Jahre alt und meine Mutter hat die Frage gestellt, sie hat mich mitgenommen zu Bilka, soll es ein Bikini sein oder ein Badeanzug? Ich habe gesagt, mir ist wichtig, wie die Farbe ist, das andere ist mir egal. Das, was so ein kleines Mädchen halt tut, sich nach der Farbe zu orientieren. Es gibt viele, viele verschiedene Dinge, wie wir als Kinder und Jugendliche groß werden. Und es gab nicht so etwas wie den Bikini. Es gab in meiner Kindheit in Berlin Wedding all diese Diskussionen nicht. Und ich finde das nicht in Ordnung, wenn das hier verarmt wird und Adidas mit anderen Marken verglichen wird. Nein, finde ich nicht in Ordnung, weil es eine Frauenfrage ist, die Mädchenfrage ist. Ich bin mit 17 von zu Hause abgehauen und habe ein Buch geschrieben, das ist 1983 veröffentlicht worden, unter falschem Namen. Ich musste mir 1983 anhören, dass ich Ausländerfeindlichkeit bediene. Ich wurde 1984 hier in Berlin in einer Frauenberatungsstelle angeschossen. Ich musste mir von der Tanz, ich musste mich von Linken, ich musste mir von Linksliberalen anhören, du bist ausländerfeindlich, weil du gesagt hast, dass du eine Frau geschossen hast. Das sagt man nicht. Das bedient Ausländerfeindlichkeit. Liebe Leute, ich bin echt irritiert. Ich bin irritiert über diese Debatten und Diskussionen. Ich verlange, dass eine ehrliche Feminismusdiskussion stattfindet, eine ehrliche Gewaltdiskussion stattfindet, dass eine ehrliche Diskussion stattfindet darüber, was für eine Gesellschaft wir leben wollen und dass die Geschlechterapartheit, die hier markiert wird, diskutiert wird. Iranische Frauen haben am 8. März in Teheran, in der U-Bahn, Blumen verteilt, Rosen verteilt an Chador tragende, teilweise Sittenpolizistinnen und teilweise Frauen, die das eben gerne freiwillig tragen. Sie haben es verteilt und gesagt, liebe Frauen, ihr wollt den Schleier tragen? Tragt ihn doch, wir haben kein Problem damit. Aber hört doch auf, uns zu prügeln oder uns anzuzeigen, weil wir es nicht tragen wollen. Das ist unser Land und wir wollen nur die Pluralität. Und seit es Islamunterricht in den Schulen gibt, seit es in den 70er, 80er Jahren angefangen hat, dass Minigölisch, Muslimbrüder und so weiter und die DITIB und so weiter, muss ich in Eisen aufzählen, angefangen haben und da tun sie das ab mit so einer Hysterie und mit einer Hyperventilierung von Menschen, die darauf hinweisen, einer Islamophobie. Nein, so einfach können sie sich das nicht machen. Es sind Kinder, die es betrifft, in der Grundschule. Und es ist nicht in Ordnung, dass Kindern Kopftücher aufgesetzt werden und damit sexuell markiert werden. Denn die Motivation, die unterschlagen sie. Warum wird das Kopftuch aufgesetzt? Über die Motivation wird ja kaum diskutiert. Warum wird uns unterstellt, dass es nicht in Ordnung ist, dass wir ohne Kopftuch überhaupt Männer und Frauen zusammen beten, weil Männer sich sexuell nicht kontrollieren können. Warum wird diese Debatte unterschlagen? Am Samstag, heute haben wir Mittwoch, oder? Am Samstag hat in Paris eine Moschee aufgemacht. Zwei Frauen haben eine liberale Moschee eröffnet, unter dem Radar der Medien, weil sie Angst haben. 70 Gläubige haben gemeinsam gebetet. Mit Kopftuch, ohne Kopftuch, Männer, Frauen gemischt. Passiert. Die sogenannten Autoritäten haben gesagt, das ist nicht in Ordnung, das geht nicht. Ein angesehener Gelehrter der Stadt sagte,
das, was sie bei diesem Thema machen, diese Männer mit uns, und diese Frauen auch. Also ist die islamische Welt polarisiert. Ich nehme sie nicht übel, dass auch hier unterschiedliche Ansichten da sind. Aber bitte hören Sie auf, uns ist als islamophob und islamfeindlich zu bezeichnen, wenn wir innerhalb unserer eigenen Religion Kämpfe austragen. Das tun Sie hier vielleicht jetzt nicht in der Direktheit, aber ich werde so bezeichnet. Und die Positionen, die ich hier vertrete, sind nicht islamfeindlich. Ich verweigere mich auch dessen, dass wir eine Übertreibung machen, wenn wir jetzt, indem ich dieses Verfahren führe, wenn wir sagen, die Lehrerin mit Kopftuch hat einen Einfluss darauf, was Kinder denken. Hat sie, weil sie nämlich allein durch das Tragen, ohne dass sie irgendwas sagt, sich positioniert hat, sich entschieden hat, es ist eine religiöse Pflicht und auch im Hochsommer ist es nicht in Ordnung, irgendwie Haut zu zeigen. Auch im Hochsommer. Und damit ist sie Vorbild. Das ist der Grund, warum ich sage, das gehört nicht in die Schule. Als aus der Türkei kommende in einem islamisch-laizistischen Land und viel dort auch gesehen habe, wie Islam gelebt werden kann, vertrete ich eben auch diese Ansicht, dass es geht, in Schulen und öffentlichen Einrichtungen und so weiter, das Kopftuch nicht zu erlauben. Bin ich Kemalistin? Ganz sicher nicht. Mein Vater war Kurde, meine Mutter Türkin. Das ist das allerletzte, was ich sein kann, Kemalistin. Aber das, Atatürk den Schleier verboten hat, war ein Weg hin zur Demokratisierung und mehr Frauenrecht und mehr Verlangenrecht. Klar haben wir eine hinkende Säkularität, da müssen wir uns doch nicht darüber streiten. Die ist da, ja. Dann müssen wir aber, dann diskutieren sie im Parlament und in einem Abgeordnetenhaus und in der Politik darüber, die hinkende Säkularität abzuschaffen. Tun Sie das in Ihren Reihen. Aber reden Sie bitte über den Islam und über das, was die Verbände aktuell und was viele, viele verschiedene Organisationen, und da nenne ich vor allem die Muslimbrüder, übersehen Sie nicht und schauen Sie da genau hin, was da eine, für eine Bewegung stattfindet. Muslimische Identitäre, die genauso Identitätspolitik betreiben wie rechte deutsche Identitäre, absolut identisch, die nehmen sich nicht vor. Die setzen die Frau auf ihre Natur, auf ihre biologischen Vorgaben aus der Religion, Kinderkirche, Küche. Wir haben das ganze Programm, das ganze Patriarchat in unserer Religion des Islams, genauso wie es in der katholischen Kirche ist und wie es auch bei den Protestanten und auch die Linken, die Atheisten will ich überhaupt nicht befreien von dem Patriarchat, die existieren da auch. Insofern geht mein Kampf ganz persönlich gegen das Patriarchat. Und hier jetzt auch im Monat Ramadan so zu tun, dass wir stimmt nicht, über 150 Lehrerinnen, Pädagoginnen und andere, die mit Schule zu tun haben, waren bei einer Veranstaltung, die wir als Moschee in Neukölln ausgerichtet haben. Und diese 150 Leute, die da waren, wollten über Ramadan und Schule reden und sie haben Dinge berichtet, die wir eh schon vorher kannten, nämlich das kleine Kinderfasten. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht theologisch belegbar. Und die islamische Welt ringt, wie gesagt, und damit komme ich zum Schluss. Und schauen Sie sich an, wie die Türkei sich gerade entwickelt hat, schauen Sie sich an, wie sich das in den anderen islamischen Ländern entwickelt. Immer mit dem Kopftuch gemeinsam entwickelt sich da ein politischer Islam. Und um den geht es. Sie können den Kopf schütteln, so viel Sie wollen. Ich sehe, dass die Stimmung hier sowieso eine andere ist. Ja, kein Problem. Trotzdem ist das meine Ansicht. Ja, können wir machen. Also wir haben jetzt Herrn Rischkopf, der sich nochmal gemeldet hat. Ich würde vorschlagen, dass wir wirklich versuchen, vielleicht so in 5 bis 10 Minuten zum Schluss zu kommen und wirklich nur noch kurze Anmerkungen zu machen. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für die Ausführungen hier auf dem Podium. Vielen Dank. Natürlich ist es sehr zugespitzt, aber trotzdem wollte ich nochmal sagen, Dankeschön, dass Sie hier sind. Ja, ich wollte noch einmal sagen, ich habe dir eine Frage nicht abschließend beurteilt mit der Mündigkeit der Schülerin. Also ich war Grundschullehrer und in der Tat sind Kinder in dem Alter nach deutschem Gesicht nur sehr eingeschränkt mündig und das auch im gewissen Bereich tut mir recht. Das zweite ist der Unterschied, ich finde das Neutralitätsgesetz ist schon konsistent, weil es ging, habe ich auch gesagt, um den Zwang, es gibt ein Recht auf Kita-Besuch, es gibt ein Recht auf Berufsschulbesuch, aber keine Pflicht. Und es geht um die staatlichen Zwangsmaßnahmen, denen ich mich nicht entziehen kann. Das nächste ist, es ist schwierig,
wenn man sozusagen religiöse Regeln ganz allein der Selbstdefinition der religiösen Gruppe überlässt. Ich provoziere jetzt mal ein bisschen mit der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters, die das ganz schön persifliert. Also dann haben wir auch Piraten und Nullsiebe auf Ausweisen, auf Führerscheinen und solche Sachen. Das kann man machen, aber es zeigt einfach, wohin das führt, wenn man es ausschließlich dieser einen Gruppe im gesellschaftlichen Kontext dann selbst überlässt. Und letzte Anmerkung noch, das war heute die dritte Geschichte, wie das Neutralitätsgesetz zustande gekommen ist. Ich kenne eine von Steffen Zillig, eine von SPD, aber ein Kopftuchverbotsgesetz, das habe ich heute zum ersten Mal gehört. Okay, jetzt haben wir noch ein Heidrun, wolltest du? Ja. Genau, dann wäre jetzt der Moment, weil wir wollten langsam zum Schluss kommen, weil es ja auch schon recht spät ist. Ich wollte mich nochmal für Ihren Beitrag bedanken, Frau Attac, weil ich kann das immer nicht so gut formulieren, wie Sie es formuliert haben, weil mir ging es um eine Freiwilligkeit, aber das, was Sie gesagt haben, das befürworte ich auch. Ich hatte als Vorbild, ob es nur beliebt ist oder nicht, Alice Schwarzer, ich hatte die Antibabypille, wenn ich mit einem Mann Sex hatte oder nicht, weil ich eine vergewaltigte Frau gewesen, hatte ich die Möglichkeit der Abtreibung. Ich bin auch römisch-katholisch erzogen worden, aber mir ist dadurch Unterstützung gesellschaftlich von den Frauenrechten gegeben worden, mich zu emanzipieren, mich zu befreien. Das war ja auch nicht immer, gut, Studien lassen wir mal weg, aber was Bildung zu tun hat, und Bildung hat einen Auftrag, und das, ich finde das sehr schön, wie Sie es gesagt haben, dass es sollte vielleicht privat getragen werden, spitze sich auf das Kopftuch hin, aber was für eine Politik dahinter steht, die wird ja damit vertreten. Und es ist und bleibt ein Diktat an die Frauen. Ich habe nicht gesagt Unterdrückung. In gewisser Hinsicht denke ich das immer noch. Es ist Unterdrückung, wenn man mir vorschreiben will, darf ich meinen Busen zeigen oder nicht. Muss ich mit einem Bikini ins Stadtbad gehen? Warum darf ich keine Bikini tragen? Das ist schon eine Form von einer gewissen Freiheitsberaubung in dem Sinne, dass ich nicht frei entscheiden kann. Für mich stellt das auch ein Diktat dar, dieses Kopftuch. Ich möchte mal jetzt nochmal herzlich bedanken für den Beitrag. Okay, gibt es jetzt noch ganz dringende Anmerkungen oder? Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich hier auf dem Podium. Es war eine sehr emotionale Debatte. Ja. Danke. Und genauso wie das sozusagen Frau Attac für den Islam festgestellt hat, dass wir ringen, ringen wir auch innerhalb der Linken. Und es wird einen Landesparteitag geben im November, wo wir genau über diese Frage ringen werden und uns wahrscheinlich positionieren werden. Ich habe hier Flyer von unserer Moschee. Kommen Sie bitte mal freitags vorbei, reden Sie mit der Gemeinde, wenn Sie Lust haben. Das ist super. Also es gibt hier Flyer von der Moschee, von Frau Attac. Ja, dürfen Sie gerne. Genau, wir ringen uns innerhalb der Linken und Sie können ja mitverfolgen, wie wir sozusagen in dieser Frage uns positionieren werden. Im Moment sieht es noch sehr unterschiedlich und divers aus. Vielen herzlichen Dank, kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Schlicht die Noch